Hallo und guten Abend aus Münster. Ich freue mich sehr, Sie jetzt zum dritten Teil unserer Veranstaltungsreihe begrüßen zu dürfen. Endlich mehr bauen mit Holz, auch in Westfalen, Lippe. Mein Name ist Darius Janscher und ich gehöre zu einem fünfköpfigen Baukulturteam innerhalb der LWL Kulturabteilung und wir versuchen, die aktuelle Baukultur über verschiedene Informations- und Veranstaltungsformate zu fördern. Diesmal haben wir gemeinsam mit 13 Referentinnen und Referenten für Sie diese Holzbaureihe vorbereitet und haben da bereits zwei Veranstaltungen hinter uns. Vielleicht ein paar Impressionen oder ein paar Gedanken zu den vergangenen Veranstaltungen. Natürlich ist während der Auftaktveranstaltung in dem Vortrag von Sabine Janscher, die für die Deutsche Bundesstiftung Umwelt als Architektin arbeitet, sehr deutlich geworden, das Potenzial, die Umweltrelevanz des Holzbaus, die Nachhaltigkeitsaspekte im Holzbau. Wir haben im Halbtagessymposium gesehen, dass es neben den spektakulären, im Moment durch die Presse gehenden Holzhochhäusern zum Glück natürlich auch sehr viele alltägliche Aufgaben im Holzbau gibt und dass der Holzbau in besonderer Weise geeignet ist, um unsere Städte nachzuverdichten und umzubauen. Stichwort Sanierung, Modernisierung, aber auch Aufstockung, Ergänzung. Wir haben gesehen, es gibt mittlerweile erste Genehmigungsroutinen beim Brandschutz, bei der Statik im Holzbau. Und natürlich gibt es weiterhin auch große Unterschiede in der Genehmigungspraxis zwischen den einzelnen Bundesländern. Wir haben auch gehört, dass gerade der Holzbau sowohl private als auch kommunale Investoren erfreut. Und zwar deshalb, weil wir im Holzbau eine große Zeitplanungssicherheit durch den hohen Vorfertigungsgrad haben und die Kosten- und Qualitätskontrolle sehr zuverlässig gewährleistet ist. Und natürlich haben wir während unseres Symposiums in der Abschlussdiskussion, aber auch in den Vorträgen schon gesehen, dass es noch Hindernisse gibt, die dafür verantwortlich sind, dass sich der Holzbau noch nicht in unserer Region in ganzer Breite durchgesetzt hat. Stichwort Ausbildung, Handwerk, aber auch zu wenig Wissen und auch Mut auf Behördenseite. Und wir haben gesehen, dass es das große Thema derzeit in den letzten Monaten gibt, der Holzverfügbarkeit. Alles in allem haben wir resümiert, es ist notwendig, wenn wir wirklich einen großen Schritt Richtung nachhaltiges Bauen tun wollen, dass wir umdenken und dass wir sozusagen zu einem anderen Mindset, was den Holzbau angeht, finden. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass wir in der heutigen und in den beiden kommenden Veranstaltungen Ihnen Akteure vorstellen können, für die der Holzbau bereits seit vielen Jahren gelebte Praxis ist. Also es ist nicht so, dass wir keinen Holzbau hierzulande hätten, sondern auch den Holzbau gibt es in unserer Region seit vielen, vielen Jahren, oder sagen wir den modernen Holzbau in der Vergangenheit sowieso. Bevor ich gleich Herrn Professor Schlüter als den Hauptreferenten des heutigen Abends vorstelle, noch mal ein paar Hinweise zum Zoom-Handling vorweg. Sie werden wieder die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. Zum einen, indem Sie Ihre Fragen und Statements in den Chat schreiben. Und da würde ich Sie bitten, das so zu tun, dass Sie die Anmerkungen an alle Diskussionsteilnehmer und die Zuhörer richten und nicht nur an den Moderator und die Referenten. Und Sie werden in der Abschlussdiskussion, die dem Vortrag folgen wird, auch die Möglichkeit haben, über den Button Hand heben. Den sehen Sie an der unteren Leiste, sich mit Bild und Ton in die Diskussion einzubringen. Sie werden dann von den Kollegen der Technik dazugeschaltet. So, genug der Vorrede. Ich möchte Ihnen jetzt gerne den Referenten des heutigen Abends vorstellen, und zwar den Architekten und Hochschullehrer Professor Christian Schlüter. Hallo Herr Schlüter, ich grüße Sie. Schön, dass Sie Hallo da zusammen. Sind. Ich glaube, für Sie war das Thema des nachhaltigen Bauens eigentlich von Anfang an, auch vom Studium an,
schon das Thema, das sich als roter Faden durch Ihre Tätigkeit als Architekt hindurch, also durchzieht. Sie haben schon seinerzeit in Wuppertal mit dem Schwerpunkt des ökologischen Bauens und Entwerfens Ihr Architekturstudium betrieben, sind dann in den 90er Jahren für einige Jahre zusammen mit Ingenhofen, Overdick und Pezinka in Projektpartnerschaft gewesen. Ingenhofen kennen wir ja heute auch als jemand, der sozusagen auch in den Höhen des nachhaltigen Bauens unterwegs ist. 1998 haben Sie dann mit Ihrem jetzigen Büropartner Michael Müller das Architekturkontor Müller-Schlüter in Wuppertal gegründet und bauen eigentlich seitdem immer unter der Überschrift des nachhaltigen, klimagerechten, umweltschonenden Bauens. Nicht nur im Holzbau, aber vor allen Dingen auch im Holzbau. Und neben dieser Bürotätigkeit haben Sie einige Jahre in Wuppertal Lehraufträge im Themenfeld des konstruktiven Entwerfens wahrgenommen und sind jetzt seit 2008 in Bochum zuständig für die Lehrgebiete Nachhaltiges Bauen und Konstruieren und Bauen im Bestand. Sie waren auch 2007 direkt als Gründungsmitglied dabei, als die DGNB, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, gegründet wurde. Aber Sie sind jetzt nicht nur der Nachhaltigkeitstechno-Freak, sondern eben auch Architekt, was nicht zuletzt daran deutlich wird, dass Sie seit 2015 Mitglied und seit 2019 Vorsitzender des Gestaltungsbeirates in Dortmund sind. Ja, und dann gibt es noch so ein kleines technisches Thema. Seit 2018 sind Sie nämlich im Expertenkreis der Forschungsinitiative Zukunft Bau im Bundesbauministerium berufen. Wir haben es also mit einem Referenten zu tun, der sich wirklich sehr gut in Forschung, Lehre und Praxis mit dem Thema des nachhaltigen Bauens auseinandergesetzt hat. Und bevor ich Sie gleich bitten möchte, Ihren Vortrag zu halten, würde ich gerne eine Frage an Sie als Hochschullehrer vorwegschicken. Nämlich die Frage danach, ob der Holzbau eigentlich wirklich schon an unseren Hochschulen angekommen hat und den Raum einnimmt, der ihm gebührt. In Wuppertal wird das sicherlich der Fall sein, in Bochum wahrscheinlich, aber wie sieht es in den übrigen Hochschulen aus? Also zu meiner Zeit in Aachen hat der Holzbau keine große Rolle gespielt. Haben Sie da einen Überblick? Natürlich habe ich keinen kompletten Überblick über alle Hochschulen, was da passiert, aber ich glaube, kann man auch viele Kollegen kennt, an vielen Hochschulen wird das Thema Holzbau, das wir jetzt seit 10, 15 Jahren ja sehr intensiv diskutieren, sicherlich eine Rolle spielen. Wie zentral die Rolle auch immer sein mag, ist vielleicht eine besondere Frage. Es gibt natürlich auch Masterstudiengänge, die sich explizit mit dieser Frage beschäftigen, aber ich glaube, ohne das Thema Holzbau gibt es heute keine Architektenausbildung und Architektinnenausbildung mehr. Das ist eigentlich gar nicht vorstellbar. In Bochum, kann ich sagen, wird das sehr intensiv gemacht. Auch das Thema, das ich heute auch teilweise im Vortrag aufzeige, zu sagen, was bedeutet das eigentlich ganz konkret? Wie kann man das eigentlich berechnen und mit Zahlen belegen, damit das nicht immer so was Nebulöses bleibt von Holz ist irgendwie gut und die anderen sind alle irgendwie böse, weil das hilft uns ja nicht weiter. Man kann das eben rechnen, die Zahlen sind da, wir wollen das Studierenden beibringen, damit Studierende das in die Büros reintragen, damit wir zu so einer sachlichen Diskussionsebene kommen, weil ich finde, das tut dieser gesamten Nachhaltigkeitsdiskussion ganz gut, dass sie ein Stück auf einer Sachebene geführt wird. Das ist das Tolle, finde ich, an Zertifizierungssystemen. Muss man nicht in allen Punkten gut finden, aber sie versuchen, eine Diskussion zu versachlichen. Und ich glaube, das ist nicht nur im nachhaltigen Bauen, auch in vielen anderen Bereichen, hilft uns das eine Menge weiter. Da bin ich wirklich darauf gespannt, wie Sie das konkret festmachen. Also mein Arbeitgeber, der Landschaftsverband, hat in der letzten Woche im politischen Raum beschlossen, bis 2030 klimaneutral werden zu wollen und unter anderem auch mit der Förderung des Holzbaus. Sie werden ja ein Projekt, das Sie für den Landschaftsverband in Detmold planen und realisieren, vorstellen. Auch da habe ich gelesen, es soll CO2-neutral sein. Da interessiert mich natürlich, was heißt denn das, wenn wir immer sagen, Bauen mit Holz ist klimagerecht, ist CO2-neutral. Ich habe schon mal so ein bisschen in Ihren Folien nachgesehen. Ich glaube, wir kriegen Antworten darauf, aber wir sollten das wirklich mal sachlich beleuchten. Was heißt denn das eigentlich? Wieso ist der Holzbau so viel besser als, ich sag mal, das konventionelle böse Bauen mit Stahlbeton? Also das wäre so eine Frage, die ich gerne im Laufe des Vortrages von Ihnen beantwortet bekommen würde. Aber jetzt würde ich Sie gleich bitten, Ihren Bildschirm zu teilen.
für Ihren Vortrag, den Sie überschrieben haben mit nachhaltiger Holzbau in der Praxis von den besonderen Themen in unterschiedlichen Bauaufgaben. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, dann fangen wir mit dem Schwierigsten zuerst an, gucken, ob die Technik klappt, wie ich mein Bildschirm geteilt kriege hier. Ja. Aber ich glaube, bei mir sieht es gut aus. Ich hoffe, wenn ich die Info aus der Regie kriege, dass das in Ordnung ist, dass man was sieht, dann würde ich gerne mit dem Vortrag beginnen. Vielleicht so 2, 3 Sätze vorab. Was ich immer ganz spannend finde, ist auch in der Vorstellung, dass man offensichtlich immer noch betonen muss, dass man sich für Nachhaltigkeitsthemen interessiert und trotzdem auch Architekt sein kann. Für mich ist das und für unser Büro ist das wirklich seit vielen Jahren eine absolute Selbstverständlichkeit. Ich finde, das gehört in jedem Fall dazu, sich auch mit solchen Nachhaltigkeitsfragen, mit CO2, mit Klimaerwärmung zu beschäftigen. Spricht auch nicht dagegen, dass man deswegen an Architekturqualitäten, gestalterischen Qualitäten, funktionalen Qualitäten irgendwelche Abstriche machen muss. Die andere Frage zum Landschaftsverband, wie wird das Bauen klimaneutral? Es ist relativ einfach, man hört einfach auf zu bauen, dann ist es klimaneutral, weil ansonsten, vielleicht ein bisschen böse gesagt, wir werden heute sehen, es ist nicht so ganz einfach, ein Haus wirklich klimaneutral zu machen. Das klappt eigentlich nur mit so ein paar Rechentricks und die will ich Ihnen auch gerne zeigen, damit man auch ein bisschen mehr Sachlichkeit in diese Diskussion hineinbekommt. Den Vortrag habe ich so genannt, um ein bisschen aufzuzeigen, an welchen Stellen macht Holzbau Sinn. Alle diese kleinen Gebäude, diese Bilder, die Sie da sehen, es haben alle was mit Holzbau zu tun. An vielen Gebäuden sieht man aber gar kein Holz. Das vielleicht schon mal vorab. Wir haben einen relativ pragmatischen Zugang zu dem Baustoff Holz. Der ist für uns ein Baustoff zunächst mal wie viele andere auch, der natürlich gewisse Vorteile hat, was das CO2-Thema angeht, der aber auch ein paar Probleme hat und an manchen Stellen irgendwie auch mal schwieriger ist. Und deswegen geht es aus unserer Sicht nicht immer darum zu sagen, wir müssen unbedingt alles in Holz machen, sondern das muss eben auch eine Sinnhaftigkeit sein, an der Stelle etwas mit Holz zu tun. Und insofern, um das vielleicht auch besser zu verstehen, wie so bestimmte Projekte entstehen, will ich Ihnen auch einige Projekte zeigen, wo wir an bestimmten Stellen in der Entscheidung, mehr Holz einzusetzen, gescheitert sind. Das ist, finde ich, für Sie vielleicht auch ganz spannend zu hören. Woran kann man denn überall so scheitern? Weil aus dem kann man ja vielleicht auch für die nächsten Projekte eine Menge lernen. Insofern versuchen wir uns davon auch nicht so sehr beeindrucken zu lassen, sondern das positiv zu sehen und Ihnen ein bisschen zu erklären, wo wir so herkommen und warum uns Holzbau eigentlich interessiert und wie der Start war, mit Holzbauthemen umzugehen. Jetzt läuft hier mein Bild gerade nicht weiter. Doch, da bin ich. Das können wir überspringen. Das ist das, womit sich unser Büro beschäftigt. Wir beschäftigen uns eben, und ich mache es ganz kurz, mit Bauen im Bestand, mit Ressourceneffizienz, vor allem sehr stark mit Vorfertigung und an vielen Stellen, in vielen Projekten, auch mit Forschungsthemen, sowohl im Büro, aber natürlich auch über die Hochschule. In der Hochschule, das hat der Jahnscha schon netterweise gesagt, beschäftige ich mich stark mit dem Thema nachhaltiges Bauen und Konstruieren mit Bauen im Bestand. Also insofern ist das eine gute Kombination, weil das auch die Themenfelder betrifft, die wir hier im Büro vor der Professur und auch danach natürlich weiter bearbeiten. Das ist eigentlich unser erstes Holzbauprojekt. Das ist ein relativ altes Projekt. Das wird vielleicht der eine oder andere kennen, weil ich es öfter gerne auch auf solchen Vorträgen zeige. Aber ich finde es zum Verständnis dessen, wo wir herkommen im Holzbau, immer noch ein ganz spannendes Projekt. Es ist ein Umbauprojekt, Bauen im Bestand. Das einzige Holz, was Sie dort sehen, ist die Holztreppe. Die hat 3 Jahre gehalten, dann war die Holztreppe erledigt. Das war keine gute Idee, dort Holz einzusetzen. War fürs Bild aber ganz schön. Vielleicht war es der Grund, warum wir dann auch den Deutschen Holzbaupreis, zumindest den 2. Preis bekommen haben. Die Nordseite, da ist das mit der Holztreppe nicht so, und also Holzsitzstufen nicht so wahnsinnig toll gelaufen. Das eigentliche Holz steckt als Konstruktionswerkstoff in der Fassade. Wir sind also haben sehr früh angefangen, große vorgefertigte Holztafelelemente zu entwickeln für die Bestandssanierung. Dort haben wir eigentlich einen großen Einsatzzweck gesehen. Das Haus ist so 98 geplant worden, von 2000 bis 2002 umgesetzt worden. Eine Struktur des Hauses, ich werde die Gebäude heute alle nur ganz kurz erklären, weil ich doch sehr stark mich auf diesen Holzbaufokus beziehen möchte. In der Struktur ein Gebäude, das einen Kern hatte mit vielen gemeinschaftlichen Sanitärbereichen und Küchenbereichen, die man eigentlich nicht mehr gebraucht hat, die individualisiert werden sollten. Wir haben diesen Kern einfach aus dem Haus rausgeschnitten und haben dann die einzelnen Zimmer erweitert, um dann die Bäder und Küchen in die einzelnen Zimmer hineinzubekommen. Und das haben wir, wie man auf diesen Bildern sieht, da sehen Sie unten rechts auch das Bestandsgebäude mit solchen
schon Anfang 2000 mit solchen großformatigen, vorgefertigten Holztafelelementen gemacht. Auch die hatten schon Fenster eingesetzt. Sie waren, wie man da erkennen kann, in der Anschlusstechnik mit den entsprechenden notwendigen Folien für Luftdichtheit und äußere Windebene noch so ein bisschen unsere ersten Versuche, wie wir das anschlusstechnisch gut hinbekommen. Im Endergebnis sieht es dann aber ganz ordentlich aus. Und das war so das erste Projekt, was wir in dem Bereich von Holzbau gemacht haben, wo wir uns mit dem Holzbau beschäftigt haben. Kurze Zeit später auch wieder ein Sanierungsprojekt, ein technisches Gebäude, Remscheider Entsorgungsbetriebe. Das Gebäude musste im Inneren saniert werden. Es brauchte eine neue Fassade und auch bei diesem Gebäude eine vorgefertigte Holztafelbauweise. Diesmal aufgrund der Gebäudegeometrie nicht in liegender Bauweise, sondern in stehender Bauweise. Und Sie sehen auch dort, man muss zweimal hingucken, um das Holz dahinter überhaupt zu erkennen, weil die Fassade war keine Holzfassade, sondern es war eine Polycarbonatfassade, auch eine ganz spannendes Thema. Wir haben auch das damals schon in einem Forschungsprojekt begleitend untersucht, sowohl von den CO2-Bilanzen. Und zu dem Zeitpunkt damals waren die Werte tatsächlich noch sehr, sehr schwierig überhaupt zu ergattern. Da sind wir heute viel besser aufgestellt und heute kann das eigentlich jeder. Seinerzeit war das noch ein bisschen komplizierter und haben eben diese Fassaden dann auch schon untersucht, wie weit sie in der Ökobilanz eben vorteilhaft sind oder nicht. Im Ergebnis waren im Übrigen die Blechverkleidung, die wir dazwischen hatten, ein viel größeres Problem als alles andere und die mussten wir dann auch durch einen anderen Werkstoff tauschen. Also eine sehr frühe Beschäftigung damit, mit dieser Fragestellung von Holzbau, die eigentlich herkommt aus der Idee von Vorfertigung. Wir wollten Elemente vorfertigen. Wir haben sehr früh sehr energieeffiziente Gebäude gebaut, auch die Gebäude, die Sie dort gesehen haben, immer einem Passivhausstandard angenähert. Und das Wesentliche, das Passivhaus ist an sich ja relativ einfach zu bauen. Man muss eben aber insbesondere darauf achten, dass man sehr niedrige Wärmebrücken baut und dass man vor allen Dingen eine sehr gute Luftdichtheit herstellt. Und da glauben wir eben das, was hier also auf diesen rechten Bildern ist, wie man solche Fenster verklebt. Dazu gibt es natürlich gute Produkte, aber wenn Sie das bei 3 Grad Regenwetter auf dem Gerüst machen müssen, dann klappt das ehrlicherweise nicht vernünftig. Und das ist eben der große Vorteil, das können Sie unter kontrollierten Bedingungen Sie auf dem großen Bild sehen, das ist eine Vorfertigung von einem Projekt in Bochum, was wir vor kurzem fertiggestellt haben von der Firma Rubner, die das umgesetzt haben. Dort funktioniert eben eine solche Einbausituation eben viel besser und deswegen erreichen wir in aller Regel mit diesen vorgefertigten Bauweisen sehr gute Luftdichtheitswerte, die deutlich unter 0,6 liegen. Das ist so die Größenordnung, die Sie erreichen müssen, wenn Sie ein Passivhaus bauen. Der Standard liegt sonst nach NF bei 1,5 oder 3,0. Also wir sind dort um ein Vielfaches besser, vielfach luftdichter und damit auch vielfach energieeffizienter. Ein zweiter Vorteil, der uns immer sehr interessiert hat, ist Bauzeit. Wir bekommen mit einem solchen Gebäude, können wir in 5 bis 7 Arbeitstagen, Sie können es da so ein bisschen an den Daten, die da eingeblendet sind, sehen, bekommt man ungefähr 1000 Quadratmeter Fassade um ein Gebäude gepackt. Damit ist das Gebäude sofort wetterfest und wir können direkt mit dem Innenausbau beginnen. Das heißt, sehr schnell, sobald der Rohbau fertig ist und wir die Fassade umgesetzt haben, kann sofort Ausbau beginnen. Und das ist aus unserer Sicht eben auch ein großer Vorteil für Bauzeiten vor Ort. Die Betonung liegt aber auch ein bisschen auf Bauzeiten vor Ort, weil auch das ist ja dieses Thema Vorfertigung, haben wir uns in den letzten Jahren sehr massiv ja in der Diskussion angehört, was Vorfertigung alles leisten kann und dass das alles wahnsinnig viel schneller geht, im Zweifel sogar viel kostengünstiger ist. Wir haben immer davor gewarnt, dass man darüber nicht in erster Linie Kostenvorteile erzielt. Das ist sehr schwierig. Wir erzielen Vorteile in den Bauzeiten vor Ort, aber nicht im gesamten Planungsablauf, weil wir natürlich damit eine deutlich größere Vorfertigung benötigen. Hier mal aus dem Beispiel, aus einem Bauzeitenplan für Fenster und Fassade haben wir mindestens 5 Monate Vorproduktionszeit, müssen also sehr früh Aufträge vergeben, da wir auch sehr viel mit vorgefertigten Barzellen arbeiten. Dafür brauchen wir 7,5 Monate mindestens, mittlerweile bei den Lieferzeiten sogar teilweise 12 Monate Vorlaufzeiten. Also der gesamte Projektablauf wird damit nicht kürzer, aber die Bauzeit vor Ort wird kürzer. Und aus unserer Sicht hat sich dann so eine Bauweise etabliert, die gut funktioniert. Ich zeige Ihnen nachher auch natürlich andere Bauweisen. Aber man muss sagen, dass natürlich auch der böse Stahlbeton, der deswegen böse ist, weil er eine schlechte CO2-Bilanz hat, aber natürlich wahnsinnig viele gute Eigenschaften hat. Das Thema Brandschutz, das Thema Schallschutz und vor allem das Thema Wärmespeicherung in bestimmten Gebäudekategorien, wir sehen es gleich auch noch, das eine große Bedeutung.
kann ein Betontragwerk sehr gut und sehr einfach lösen. Das geht auch alles im Holzbau, aber das ist im Holzbau unter Umständen, wir werden das ein paar Beispiele sehen, auch immer ein bisschen anstrengender. Und die Logik, die aus unserer Sicht dahinter steht, ist, dass wenn wir einen Rohbau bauen, wir aber natürlich dafür sorgen sollten, dass er eine extrem hohe Flexibilität hat. Das heißt, auch im Wohnungsbau eigentlich das zu tun, was wir aus den Bürogebäuden schon lange kennen, eine Skelettbauweise zu wählen, also wenige tragende Stützen, damit wir in der Grundrissebene eben möglichst hohe Flexibilität auch für spätere Umnutzungen haben. Aber spätestens bei der Gebäudehülle sind wir tatsächlich seit langem der Meinung, dass Massivbau dort gar keine Vorteile bietet. Sie sehen hier so ein paar Themenstellungen. Wir haben natürlich mit einer Holztafelbaulösung haben wir in aller Regel geringere Außenwandstärken, sodass wir also mehr nutzbare Fläche haben. Wir können damit natürlich in die Vorfertigung gehen mit den aufgezeigten Vorteilen von Bauteilqualitäten und von Bauzeitqualitäten, und wir haben eben eine bessere Ökobilanz. Das ist das, was jetzt alle unter dem Stichwort kennen von Treibhauspotenzial. Die Ökobilanz umfasst übrigens noch mehrere Wirkungskategorien auf die Umwelt, aber auch heute würde ich mich vereinfachend auf das Thema Treibhauspotenzial konzentrieren, wenn ich so ein paar Zahlen vorstelle. Und da hat Holz natürlich einen Vorteil. Aber vielleicht zu der Frage, oder vielleicht auch nochmal zu dem Thema, warum müssen wir mehr auf die Baukonstruktion schauen? Das ist eine Grafik aus einem kleinen Forschungsprojekt, das ich Ihnen gleich kurz zeige, in dem wir untersucht haben, was passiert eigentlich, wenn unsere Gebäude immer energieeffizienter werden, was ja gut ist, dass sie energieeffizienter werden. Wir bauen seit über 20 Jahren immer im Bereich des Passivhaus oder zumindest im Passivhaus angenäherten Standards. Und wenn wir eben sehr energieeffiziente Gebäude bauen, dann verschiebt sich eben die Relation zwischen der Nutzungsphase und der Konstruktion, also der Herstellungsphase. Wir sind mittlerweile so weit, dass die Konstruktion, das heißt die CO2-Aufwendungen, die bei der Herstellungsphase entstehen, größer sind als die über die Nutzungsphase, auch wenn wir sie über 50 Jahre rechnen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Häuser bauen, wird zunehmend in den Fokus rücken, und deshalb hat Holz natürlich zunächst mal große Vorteile. Aber leider muss ich Ihnen auch sagen, dass ein Holzgebäude natürlich nicht automatisch ein klimaneutrales Gebäude ist. Oder auch ein CO2-neutrales Gebäude, so wie es gerne verkauft wird, sobald man ein Haus in Holzbauweise errichtet. Das funktioniert so nicht, und ich zeige Ihnen das an einem kleinen Beispiel. Es ist ein kleines Projekt, das war mal ein Wettbewerb, der in Dortmund stattgefunden hat für solche Energieeffizienz-Plus-Häuser, die also einen Überschuss an Energie erzeugen sollten, um damit auch noch Mobilität zu lösen. Wir haben diesen Wettbewerb gewonnen, das Haus aber nie gebaut, weil es auch gar nicht so richtig unsere Bauaufgabe ist. Man darf sich auch fragen, ob Einfamilienhäuser wirklich noch eine kluge Bauart sind. Da muss ich sagen, bin ich auch so ein bisschen skeptisch. Aber sei es drum, wir haben dieses Projekt dann weiter untersucht und das auch wieder mit Forschungsmitteln untersucht. Wie kann man daraus ein möglichst kostengünstiges Energie-Plus-Haus machen, wie das grundsätzlich geht für 1,5 Millionen. Das haben andere Forschungsprojekte gezeigt. Unser Ziel war, das einfach im üblichen Kostenrahmen zu machen. Dieses Haus will ich auch nicht so ganz großartig erklären. Sie sehen hier so ein Baukastensystem, das wir entwickelt haben. Das war so die Idee, dass man quasi mit so einem 60 Quadratmeter Loft-Typ arbeitet, der gar keine Zwischendecke hat, der eine sehr einfache Kiste ist, wenn so zwei Leute irgendwie starten, die vielleicht zusammen einen Hausstand gründen wollen. Dann kann man das in so einer Eigenbauweise zusätzliche Deckenebenen da reinbringen und das bis auf 4 Leute hochbringen oder mit so Add-ons, die Sie da unten sehen, das dann später auch geschossweise wieder teilen und auch 2 Wohnungen rausmachen. Also ein relativ flexibles, sehr kleines System, also auf wenig Grundfläche, das damit auskommt. Und wir haben dieses Haus durchkonstruiert und wir haben für die unterschiedlichen Konstruktionsarten komplette Ökobilanzberechnungen gemacht, um zu schauen, schaffen wir es, ein Haus wirklich CO2-neutral zu machen. Nicht erschrecken, jetzt kommt eine große Grafik, weil wir haben das dann parallel mit unterschiedlichen Kooperationspartnern gemacht. Wir haben auch die Technik dabei berücksichtigt. Und das ist die Grafik, die dabei rauskommt. Sie sehen oben in der Linie 5 verschiedene Technikkonzepte. Die 3 grünen basieren alle auf Umweltwärme, Wärmepumpe, unterschiedlichste Ausgestaltungen. Wir haben 2 Konzepte mit Gasbrennwerttechnik. Und wir haben 4 verschiedene Bauweisen untersucht. 3 Holzbauweisen, eine ökonomische, das ist in aller Regel der Holztafelbau. Wir haben versucht, eine Bauweise zu entwickeln, die so ökologisch wie möglich ist. Das bedeutet, möglichst viel Holz da reinzupacken, Holzmassivbau.
Und wir haben dann nochmal eine Zwischenvariante versucht, die das so ein bisschen ausbalanciert. Und wir haben eine mineralische Bauweise dagegen gesetzt. Und Sie sehen in den Kreisen, sehen Sie die Zahl der Tonnen CO2 über 50 Jahre gerechnet für die Herstellung und Nutzung. Nirgendwo steht eine Null. Alle Häuser belasten die Umwelt. Manche eben weniger und manche mehr. Und man merkt auch, der große Sprung ist natürlich zunächst mal in der Frage, wie erzeuge ich meine Energie? Darunter stehen übrigens die Zahlen, die es bedeutet, was kommt alleine an CO2-Fußabdruck aus der Energie. Und es macht natürlich Sinn, auf fossile Energieträger zu verzichten. Aber die zweite Wahrheit ist auch, es macht hochgradig Sinn, zumindest bei Gebäuden, bei solchen kleinen Gebäuden, die gar keine anderen Fragestellungen von Schallschutz oder Brandschutz oder Ähnlichem haben, macht eine mineralische Bauweise aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Diese Häuser noch mineralisch zu bauen, ist aus meiner Sicht völliger Unsinn. Eine Bauweise, die als kleines Haus mit schlechtem AZV-Verhältnis natürlich sowieso schon ökologisch auch zumindest schwierig ist, sollte man dann sicherlich in einer vernünftigen Holzbauweise machen. Aber auch die günstigste hat weiterhin auch nur in der Herstellungsphase weiterhin 5 Tonnen CO2-Fußabdruck. Wir haben sie nicht auf Null bekommen, weil wir natürlich nicht nur Holz nutzen müssen. Wir müssen ein paar andere Dinge nutzen. Es gibt eine Haustechnik da drin, es gibt die eine oder andere Beplankung da drin. Und am Ende bekommen wir das Haus nicht auf Null. Und dann fragt man sich, wie machen die Leute das alle? Weil überall steht doch, das ist CO2-neutral und gut für die Umwelt. Und wie funktioniert das? Der Trick ist ganz einfach. Das geht immer nur, so wie natürlich ein Haus auch nur Energieüberschuss erwirtschaften kann, nicht über das Haus, sondern über die PV-Anlage. Und die PV-Anlage substituiert aber kein oder entnimmt der Atmosphäre kein CO2. Jede Kilowattstunde PV-Strom hat einen CO2-Fußabdruck, nämlich 75 Gramm pro Kilowattstunde. Das ist der Durchschnitt. Der Trick oder die Berechnungsformel sagt, ja, aber der übliche Durchschnitt des deutschen Strommixes liegt bei 617 Gramm. Also bin ich 542 Gramm besser, wenn ich eine Kilowattstunde PV-Strom erzeuge. Und diese 542 Gramm bekomme ich als Gutschrift angerechnet. So funktioniert Bilanzierungsverfahren. Das hat eine Logik, das ist auch erstmal nicht falsch, aber man muss wissen, natürlich wird die PV-Anlage nicht diese 542 Gramm pro Kilowattstunde der Atmosphäre wieder entziehen, sondern sie ist nur weniger schlecht als das, was wir sonst tun. Aber am Ende, deswegen ist es auch gut, dass wir das nutzen, aber am Ende ist auch dort eine Kilowattstunde eben nicht CO2-neutral. Und die spannende Frage, weil wir alle Häuser dann CO2-neutral machen wollten, auch in diesem Forschungsprojekt, die spannende Frage war übrigens nicht eine Kostenfrage, PV ist relativ günstig, die spannende Frage ist eine Flächenfrage. Haben wir genug Fläche am Haus, um das wieder zu substituieren? Und wir brauchen mit dem deutschen Strommix, wir haben es auf den Strommix 2015 gerechnet, braucht man für eine Tonne CO2 ungefähr einen halben Quadratmeter PV-Fläche. Da der deutsche Strommix sukzessive aber besser wird, werden wir irgendwann 2, 3, 4, 5 oder 6 Quadratmeter brauchen. Im Moment rechnen aber alle mit diesem Wert für die nächsten 50 Jahre und tun so, als wenn unser Strommix sich nicht verbessert. Was er aber tut, der ist heute schon deutlich besser als das, was wir dort noch angenommen haben. Und insofern muss man sagen, ja, nur mit diesem Rechentrick, den heutigen Wert anzunehmen, diese Gutschrift zu nehmen, nur damit bekomme ich CO2-Neutralität. Das muss man nicht gut finden und deswegen ist eben die Aussage, ja, jedes Haus wird am Ende auch die Umwelt belasten, aber natürlich kann man dafür sorgen, dass das möglichst wenig passiert, aber es ist weiterhin richtig, Häuser möglichst klein zu bauen und es wird weiterhin richtig sein, im Zweifel, bevor man ein Haus neu baut, zu überlegen, ob wir nicht ein Haus im Bestand finden, das wir umnutzen können. Ein anderes Randthema, das uns auch sehr beschäftigt, ist die Frage von, was sind denn die spezifischen Optimierungskosten? Weil am Ende stellen wir fest, dass wir viele endliche Ressourcen haben und auch Geld in irgendeiner Form, zumindest in unserem aktuellen Wirtschaftssystem, eine endliche Ressource ist. Also geht es doch darum zu schauen, wo kann ich mit wie viel Geldeinsatz wie viel CO2 einsparen? Aus diesem Forschungsprojekt, also bei diesem kleinen Gebäude, haben wir das untersucht. Und Sie sehen die Ergebnisse. Der Einsatz von Brettsperrholz anstatt von Holztafelbau kann in dem Projekt 4,5 Tonnen CO2 sparen. Ein Kilogramm eingespartes CO2 kostet aber mit dieser Maßnahme 2,50 €. Also eine relativ teure Einsparmaßnahme.
deutlich günstiger wäre der Einsatz von Holzweichfaserplatten statt Mineralwolle. Das funktioniert in Einfamilienhäusern noch ganz gut. Bei höheren Gebäuden kriegen wir Brandschutzprobleme damit. Kostet 40 Cent pro Kilo CO2 eingespart. Eine relativ günstige Maßnahme ist zum Beispiel der Verzicht auf Bitumenabdichtung, der Einsatz von FBO oder EPDM-Bahnen. Die kosten nämlich nur 6 bis 12 Cent pro Kilogramm. Und ich kann auch selbst bei diesem Haus immer noch 1,4 Tonnen CO2 einsparen. Also eine durchaus lohnende Maßnahme. Es lohnt sich also auch, wenn wir über CO2 reden, nicht nur immer auf Holz fokussiert zu sein, sondern sich auch die anderen Bauteile anzuschauen. Und wenn man sich jetzt fragt, wo kriegt man diese ganzen Daten her und ist das etwas, wo nur exklusiv Hochschulen Zugriff drauf haben, dann muss man sagen, nein. Seit fast 10 Jahren gibt es diese Daten öffentlich frei verfügbar für jedermann. Es gibt 2 große Datenquellen. Ich habe sie hier in den Vortrag mit reingenommen. Die eine ist vom Bundesbauministerium, nennt sich ökobaudat.de. Das kann man einfach einklicken und schon kommt man in so eine Suchmaschine, kann die verschiedenen Materialien dort eingeben und bekommt diese Ökobilanzdaten. Und irgendwo gibt es eine Zeile, da steht GWP für Global Warming Potential. Und das ist der CO2-Fußabdruck. Und da steht drin, ob das pro Kilogramm, pro Kubikmeter dieses jeweils gesuchten Materials passiert. Und dann gibt es noch eine Vereinigung, Institut Bauen und Umwelt. Dort kann man solche sogenannten Produktdeklarationen herunterladen. Auch immer viel Papier, aber auch dort gibt es immer eine Seite mit einer schönen Tabelle, wo eben drin steht, was ist das GWP pro Maßeinheit, die dort angegeben ist, von unterschiedlichsten Baustoffen. Diese Datenbanken sind sehr umfassend. Ich mache das mit meinen Studenten und meinen Studierenden schon seit über 10 Jahren. Rechnen die solche Aufbauten auf. Es gibt relativ selten mal, dass man Material hat, das man dort nicht findet. Das meiste kann man doch mit ähnlichen Materialien sich doch dann ganz gut erschließen. Nutzen Sie es. Man kann gute Erkenntnisse daraus ziehen. Bisschen wieder zur Praxis von der Theorie. Ein Gebäude, das wir, ich glaube, 2011, 12 fertiggestellt haben, das auch eine Anerkennung zumindest beim Deutschen Holzbaupreis bekommen hat, obwohl wieder gar kein Holz sichtbar ist. Sie erahnen es schon, ist wieder eine Hybridbauweise und das Holz steckt eigentlich in der Fassadentypologie. Und dieses Gebäude zeigt so ein bisschen das, was wir aus diesen unterschiedlichen Gebäuden gelernt haben, was unsere Philosophie ist, zu sagen, wenn wir schon Beton nutzen im Rohbau, weil er natürlich dort auch bestimmte Qualitäten hat, dann versuchen wir aber Grundrisse zu erzeugen, die nur mit wenig Tragstruktur in der Grundrissebene hinkommen. Das Treppenhaus hat Wände. Ansonsten gibt es ein paar Stützen, keine Unterzüge, flache Decken, sodass in diesen Gebäuden eben unterschiedlichste Nutzungen und unterschiedliche Grundrisskonfigurationen möglich sind. Das geht von studentischem Wohnen bis hin zu normalem sozialen Wohnungsbau. Eines der ersten Projekte, das auch vom Landesministerium als experimentelles Wohngebäude gefördert wurde, um eben aufzuzeigen, dass man eben auch unterschiedlichste Wohntypologien damit nutzen kann. Natürlich ist nicht die Idee, in 5 oder 10 Jahren das Haus umzunutzen, aber vielleicht in 30, 40 oder 50 Jahren zu sagen, wenn wir dann das Haus umnutzen, dann müssen wir das eben nicht mit hohen Aufwendungen machen, weil die Geschossebenen funktionieren immer und wir können dort jegliche andere Nutzung dort entsprechend hineinbringen. Das kennen Sie schon, die vorgefertigte Bauweise, also vor den Skelettbau die Holztafelelemente davor zu setzen. Hier mit Gerüstmontage, wir sehen ja nochmal andere Lösungen, hier mit einer Lösung, wo die äußere Fassadenebene dann nachträglich vor Ort aufgesetzt wurde, weil der Unternehmer, wir stellen das Unternehmern in der Ausschreibung in aller Regel frei, ein bisschen Angst hatte, dass ihm die Platten doch dort beim Einbringen in das Gerüst verkratzen und er sich dann entschieden hat, das vor Ort zu tun. Aber auch da gibt es andere Lösungen, das zu machen. Im Übrigen in der Bauweise ist das relativ simpel und man muss auch dort nicht, und das findet man auch relativ schwierig, sich auf irgendwie Bauindustrie verlassen, sondern das, finde ich, ist eine Aufgabe, die Architektinnen und Architekten lösen können. Das ist eine einfache Konstruktionsaufgabe. Wie montieren wir solche Holztafelelemente an einen Rohbau? Das muss schnell gehen. Das ist das Geheimnis, damit es auch kostengünstig ist, weil die Autokräne teuer sind. Wir setzen die Holzelemente immer vor den Rohbau. Wir stellen sie nicht ein, um Wärmebrücken zu vermeiden. Wir machen trotzdem eine etagenweise Lastabtragung. Das macht dieses graue Element. Das ist ein einfacher Stahlwinkel, den wir einfach in Anführungsstrichen erfunden oder konstruiert haben, auf den dann etagenweise die Last abgetragen wird, sodass diese Bauweise sich auch für wirklich 6, 7, 8-etagige Bauweisen funktioniert. Wenn wir sie aufeinander stellen würden, dann sind wir irgendwann in der Höhe beschränkt.
Sie sehen da dieses Bauteil, also wirklich ganz einfach aus Stahlwinkeln zusammengeschweißt, verzinkt, mit einer kleinen Gewindehülse aufgeschweißt. Das ist die Gerüstverankerung, die wir da gleich wieder mit nutzen können. Also wir finden ein sehr einfaches System und das ist das, was, glaube ich, auch, wo wir als Architektinnen und Architekten auch und den Mut haben sollten, solche Systeme zu erfinden, weil sie nicht kompliziert sind und weil wir dort sehr viel mit solchen einfachen Konstruktionselementen dafür sorgen können, dass es eben auch zu einer schnellen Bauweise kommt. Und auch die Holzbauunternehmen sind froh darüber, wenn wir denen eine solche Montageweise anbieten. Hier nochmal im direkten Vergleich. Auch dafür haben wir seinerzeit die CO2-Einsparung gerechnet zwischen einer Massivaußenwand und einer Holztafelaußenwand. Wir haben zunächst Größenordnung 15, 20 Zentimeter Breitenvorteil mit dieser Lösung. Das Ganze ist als Passivhaus, tatsächlich als auch nachgewiesenes Passivhaus erstellt. Wir sparen dort alleine mit dieser Entscheidung, es waren 2.500 Quadratmeter Fassade, 140 Tonnen CO2. Sagen einem diese Tonnen ja nie so viel. Die 140 Tonnen, mit den 140 Tonnen könnten wir das Haus 17 Jahre lang mit Gas beheizen. Tun wir gar nicht, weil es einen Fernwärmeanschluss hat. Aber um einfach mal eine Größenordnung klarzumachen, wie wichtig solche Konstruktionsentscheidungen sind. Und die andere spannende Frage ist natürlich auch Kosten. Kann man das bezahlen? Und ich glaube, diese Bauweise hat sich in den letzten Jahren deshalb etabliert, weil sie eben bezahlbar ist. Wenn wir das vergleichen mit Baukosten aus BKI für Mehrfamilienwohnhäuser, nicht tragende Außenwände, ohne Bekleidung, liegen wir in der Größenordnung, Sie können es da sehen, so irgendwie um die 150 Euro. Ich habe jetzt mal den Stand von 2017 genommen und zeige Ihnen mal so Vergleichsobjekte aus der ähnlichen Zeitraum von 2016 bis 2017. Ich fange mal unten an, das ist ein Passivhaus, das wir gleich noch sehen. Da hat diese Außenwand 127 Euro gekostet, Dämmstärke 30 Zentimeter, passivhaustauglich. Und da sieht man, da sind wir absolut konkurrenzfähig. Da oben übrigens bei diesem Gebäude in Hannover, Ziegelwand außen und trotzdem steckt dahinter eine Holztafelwand, weil es einfach viel schneller ging und dann auch noch mit 80 Euro total kostengünstig war. Und natürlich kann ich für eine solche Holzwand den Ziegel als ganz normale Vormauerschale davor bringen, überhaupt kein Problem. Und da merkt man, dass man da eben sehr pragmatisch auch mit umgehen kann, mit dieser Holzbauweise und das nicht immer dazu führen muss, wie jetzt unten, dass man sagt, ich will es auch außen sichtbar machen. Ich kann das auch sonst als sehr intelligenten Konstruktionswerkstoff nutzen, der aber trotzdem seine CO2-Vorteile ausspielen kann. Ja, die Hybridbauweise, also das Thema dieser Holzaußenwände, vornehmlich nicht tragende Holzaußenwände, ist, glaube ich, hat sich mittlerweile doch gut durchgesetzt. Es gibt mittlerweile seit 2019 eine ganz schöne Veröffentlichung dazu. Wir hatten das Glück, auch ein paar Projekte dort hineinzubringen. Das haben die Kollegen aus München von der TU, haben diese Veröffentlichung gemacht. Eine sehr schöne Veröffentlichung, wäre also in dem Bereich sich irgendwie ein bisschen weiter qualifizieren will, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Ja, ich zeige noch ein paar andere Projekte. Bei diesen Projekten haben wir, die haben so eins gemeinsam, wir haben manchmal versucht, mehr Holz reinzubringen oder warum wir vielleicht aus anderen Gründen auch dann doch versucht haben, nicht zu viel Holz reinzubringen. Und dafür kann es unterschiedliche Gründe geben. Hier ein Projekt aus Wuppertal. Ein Projekt, das, ich zeige mal, glaube ich, das nächste Bild, das so aus vier kleinen Häusern besteht, dreigeschossige Häuser und einem großen sechsgeschossigen Haus. Und natürlich war unser Ziel, dass wir haben den Bauantrag 2017 eingereicht, also noch auf Basis der alten Landesbauordnung. Und natürlich wollten wir das große Haus als Holzbau machen, als reinen Holzbau. Warum? Naja, in erster Linie auch, weil es verboten war. Ja, man durfte es halt nicht. Und das ist natürlich auch immer spannend auszuloten, kriegt man das dann trotzdem hin. Und da vielleicht auch mal ein Lob an Genehmigungsbehörden. Dieses Haus ist 2018 genehmigt worden auf Basis einer im Entwurf befindlichen Landesbauordnung, die aber dann durch die neue Landesregierung wieder für ein Jahr zurückgezogen wurde. Quasi gab es ja dieses Moratorium. Und trotzdem hat die Bauaufsicht sich getraut, auf Basis dieses Entwurfs eine Baugenehmigung auszusprechen. Wie ich finde, ein mutiger Schritt. Und das zeigt auch, dass wir doch an vielen Städten, das ist nicht nur Wuppertal, es sind auch viele andere Städte, doch auch Bauaufsichtsbehörden haben, die da eben sehr wohl progressiv sind und sagen, wir wollen dieses Thema auch unterstützen. Wir haben also hier ein Gebäude schon genehmigt bekommen, in Gebäudeklasse 4, die es zu diesem Zeitpunkt in Nordrhein-Westfalen ja gar nicht gab, in der Ausführung von Hochfeuerhemd F60, aber eben nicht AB. Also wir durften auch Holzbauteile dafür nutzen. Der Trick, warum wir das hingekriegt haben, ist, dass wir in die Mitte so ein Helix-Treppenhaus gebaut haben, also zwei ineinander gedrehte Treppenhäuser, sodass wir zwei gebaute Rettungswege haben. Das hat dazu geführt, dass wir diese Genehmigung bekommen haben.
Und dann haben wir es nicht gebaut in dieser Form. Wir haben es nicht gebaut, weil wir uns dann nochmal intensiv eben nicht nur mit dem Brandschutz, den hatten wir gut im Griff, weil Brandschutz ist meistens bei Holzbau auch gar nicht das Problem, sondern wir haben uns dort vor allen Dingen auch sehr intensiv mit dem Thema Schallschutz auseinandergesetzt. Das ist auch ein Thema hier, studentisches Wohnen, hoch, also sehr hoch verdichtetes Wohnen, und das Thema Schallschutz spielt in diesem Bereich eine ganz wesentliche Rolle, weil wir natürlich Menschen haben in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Die einen fangen an zu studieren und wollen ein bisschen das Leben genießen. Die anderen wollen irgendwann mal fertig werden im 12. oder 18. Semester und wollen sich auf Prüfungen vorbereiten. Und da ist das Schallschutzthema natürlich von besonderer Bedeutung. Und der Schallschutz im Holzbau ist tatsächlich aufwendiger. Das muss man so sehen. Und er ist natürlich lösbar, aber er ist mit mehr Aufwand und am Ende mit mehr Kosten lösbar. Das ist so die Größenordnung von Deckenpreisen, also immer inklusive quasi auch dem fertigen Trittschallschutzsystem dann aus einem Zementestrich. Und da liegt doch zwischen einer konventionellen Massivbauweise und einer Holzbauweise liegen doch erhebliche Unterschiede. Wir wollten dort eine größere Spannweiten errichten. Deswegen waren wir bei Brett-Sperrholz-Elementen, weil wir eine höhere Flexibilität haben wollten. Und dann war der Kostenunterschied eben so groß, dass wir gemeinsam mit den Bauern entschieden haben, das nicht zu tun, weil wir ein bisschen Angst hatten, es uns nicht leisten zu können, weil das ist sozialer Wohnungsbau und da ist das Budget eben sehr begrenzt. Deshalb auch hier eine Ausführungsqualität in solchen vorgefertigten Elementen. Sie können es da sehen, die wieder vor einen Standard-Roboter vorgesetzt worden sind. Auch nicht mit der Fassade ausgeführt, weil wir hier eine besondere Fassade ausgeführt haben aus solchen gefalteten Blechelementen, die sich für eine Vorfertigung transporttechnisch nicht so besonders gut eignet. Die Idee, warum wir sie ausgeführt haben, kann man vielleicht aus diesem Innenbild sehen. Sie sehen, wir gehen ja gerne, wenn wir Beton machen, dann bleibt er eben auch sichtbar, weil es eigentlich auch eine ganz gute Qualität hat. Das Holz kommt dann über den Boden da rein, da merkt man, dass die Kombination natürlich gut funktioniert. Und Sie können hier am Fenster sehen, dass ein Teil des Fensters eben mit solchen gelochten Blechen verkleidet worden ist, wie so ein außenliegender, feststehender Vorhang fungieren, um ein bisschen mehr Privatheit in die Räume reinzubekommen, trotzdem viel Licht reinzubekommen und wir die Elemente auch als Sonnenschutzelemente nutzen konnten. Ja, so ist dieses Haus dann eben auch dieses Haus von außen in Holz nicht sichtbar, aber im Inneren in seiner Struktur, insbesondere jetzt wieder in den Wänden in Holz umgesetzt. Und dann wollten wir natürlich auch irgendwann mal schauen, dass wir diese Bauweise ein bisschen weiterführen und das Holz vielleicht auch in der Außenfassade sichtbar machen. Hier noch als Rendering ein Projekt aus Hannover, das wir umgesetzt haben. Und das ist tatsächlich auch so umgesetzt worden. Sie sehen hier auch eine vorgefertigte Holztafelelement, dann aber auch mit einer außenliegenden Holzverschalung. In so einem Art Webmuster haben wir die dort untergebracht, also in unterschiedlichen Ausformulierungen. Hier sehen Sie das Haus mittlerweile im letzten Jahr fertiggestellt. Und das Spannende an dem Haus, warum ich Ihnen das zeige, ist, weil man so denkt, ja, und dann gibt es da noch diese Auskragungen, die sind so 3 bis 4 Meter und dann ist doch irgendwie klar, das Haus kann doch nur in Stahlbetonbauweise funktionieren. Das haben wir anfangs auch gedacht, aber natürlich war der Ehrgeiz nachzuweisen, ob das nicht auch in Holzbau geht. Und wir haben dazu zusammen mit den Kollegen aus München, von der TU München, mit dem Kollegen Professor Winter ein System entwickelt, wo wir sehr wohl nachweisen konnten, dass die gesamte Tragstruktur auch gerade mit dieser Auskragung sich sehr gut in Holzbauweise umsetzen lässt. Es gibt also ein fertiges statisches Konzept, das das nachgewiesen hat, aber wir haben dann beide Bauweisen miteinander verglichen. Also die reine Holzbauweise, also auch Tragsysteme aus Holz, diese Auskragung kriegt man mit Brett-Sperrholz-Elementen wunderbar hin. Und eine Standard, aus unserer Sicht Standard-Hybridbauweise, also dieses Rohbausystem in Stahlbeton und vorgefertigte Holztafelelemente als nicht tragende Elemente davor gesetzt. Beide Varianten, und das ist eigentlich unsere Art, wir zeigen den Bauern natürlich auch die jeweiligen Vor- und Nachteile auf, die wir dort sehen und versuchen eben auch sehr transparent zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen. An der Stelle war es nicht in erster Linie eine Kostenentscheidung. Sie sehen es da unten, die reine Holzbauweise hätte 100.000 Euro mehr gekostet. Bei 15 Millionen ist das verschwindend gering, 0,6%. Der Bauherr hat sich dagegen entschieden, weil wir dort zu dem Zeitpunkt in Hannover eine Systematik hatten, dass wir die Baugenehmigung erst dann bekommen haben, wenn sämtliche Konstruktionspläne vorgelegt und durch die Behörde, die dort noch selber prüft, geprüft worden sind. Da war der Bauer sehr skeptisch, ob wir damit den vorher gesteckten sehr engen Zeitplan dann wirklich fristgerecht hinbekommen, und hat sich dann dagegen entschieden, eine Entscheidung, die wir
zwar schade finden, die ich aber auch in Teilen nachvollziehen kann, weil natürlich an der Stelle in einer solchen Systematik von sichtbaren Holzelementen wir uns doch auf ein Feld begeben, wo wir nicht wissen, ob alle Prüfbehörden dem immer genauso folgen oder vielleicht auch in der Geschwindigkeit folgen können, die wir da gebraucht hätten. Und deswegen ist auch das dann nicht in einer Holzbauweise in der Tragstruktur umgesetzt worden, sondern wieder als Hybridbauweise umgesetzt worden. Das Projekt haben wir eben schon gesehen, ein Projekt in Bochum. Ich glaube, Bochum ist, dann sind wir jetzt endlich mal auch im richtigen Landschaftsverband angekommen, haben wir uns dem so ein bisschen immer angenähert. Wir werden uns aber gleich wieder erheblich davon entfernen. Auch wieder ein Projekt, das aber hier auch ganz bewusst von Anfang an nicht in einer Holzbaustruktur entwickelt wurde, sondern in einer Hybridbauweise. Und Sie sehen hier, das sind drei so winkelförmige Gebäude, die jeweils so Höfe bilden, auch als studentisches Wohnen genutzt. Wobei dieses Projekt entstanden ist im Rahmen eines Forschungsprojektes des Bundesbauministeriums. Dort gab es vor einigen Jahren im Rahmen der Zukunft Bauinitiative Modellbauvorhaben, für die man sich bewerben konnte, die zu nachhaltigen und bezahlbaren Bau von sogenannten Vario-Wohnungen führen sollten. Vario-Wohnungen sollten Wohnungen sein, die hochflexibel sind, weil man eben auch dort erkannt hat, dass natürlich in der Konstruktion ein großer CO2-Fußabdruck liegt und es dann natürlich Sinn macht, dafür zu sorgen, dass wir einerseits zwar schnelle Gebäude errichten, auch stark vorgefertigte Gebäude errichten, aber vor allem auch hochflexible Gebäude errichten. Und Sie sehen hier einmal den Grundriss einer solchen L-Typologie und Sie sehen hier die Tragstruktur, die also nur an den Kopfseiten, da wo man es auch vertragen kann und wo es natürlich auch aus Aussteifungsgründen Sinn macht, mit einer Massivstruktur arbeiten, ansonsten nur mit sehr wenigen Stützelementen gearbeitet hat. Also eine sehr reduzierte Tragstruktur, die eben dazu führt, dass wir eigentlich völlig frei konfigurierbare große Flächen bekommen, in denen unterschiedlichste Wohntypologien gehen, in denen Bürotypologien gehen, in denen also alle möglichen Nutzungen wirklich untergebracht werden sollen. Das haben wir da seinerzeit in einem Vorkonzept nachgewiesen und sind deshalb mit diesem Gebäude auch in dieses Modellvorhaben hineingekommen. Und wir haben dort ein Bausystem als Fertigteilbausystem auch für den Rohbau entwickelt, also nicht den typischen Ortbeton-Rohbau, sondern mit Systematiken, die eigentlich aus dem Industriebau kommen, also Stahlträger, Spannbeton-Hohldielen, die dort eingelegt werden, die dann nur noch in diesem Randverbund vergossen werden, die dort zusammengesetzt werden und die dann zu solchen Themen führen. Ich habe es da mal reingeschrieben, also 8,5 Meter Spannweite, Spannbeton-Hohldiele 22 Zentimeter, Kosten der Spannbeton-Hohldiele pro Quadratmeter 50 Euro. Und da merkt man, das ist im Holzbau in der Spannweite schon gar nicht zu erreichen und natürlich auch zu diesen Kosten nicht zu erreichen. Und da merkt man, ja, das sind eben auch Vorteile von anderen Systemen. Und die muss man eben sehen und sich dann fragen, ob ich mit dem Geld, das ich da vielleicht eingespart habe, an einer anderen Stelle etwas für CO2-Einsparung tun kann. Dann davor gesetzt wieder Holztafelelemente. Und Sie sehen es da unten an dem Bild, in einem System entwickelt, das wir auch selber entwickelt haben, dass wir dann auch so, weil es waren öffentliche Ausschreibungen, also nicht als Funktionalausschreibung, sondern wirklich in der öffentlichen Ausschreibung über die Fördermaßnahmen war das notwendig, ausgeschrieben in Einzelvergaben, wo wir ein System entwickelt haben, dass diese Montage eben wirklich gerüstlos funktioniert, weil wir der festen Überzeugung sind, dass das eben schneller geht und dass das auch kostengünstiger ist. Der Holzbauunternehmer war eher skeptisch, ob das funktioniert. Er hat es, obwohl es ein großes Unternehmen ist, bisher nicht gemacht, hat sich dann aber darauf eingelassen und war tatsächlich von der Ausführungsgeschwindigkeit und Qualität sehr überzeugt. Wir haben dieses Detail eben in einer ähnlichen Form entwickelt. Sie können wieder hier auch, ich glaube, Sie sehen meine Maus, diesen Winkel erahnen, der in irgendeiner Form da immer drin vorkommt. Sie sehen diesen Stahlträger, diesen Randunterzug, der mit der Spannbeton-Hohldiele vergossen wird. Und Sie sehen eine Ausführung, die eben hier an der äußeren Ebene, an der Winddichtungsebene, eben mit einer reinen Quetschdichtung funktioniert. Die Luftdichtheit, die im Holzbau ja eine große Bedeutung hat, natürlich dann innenseitig konnte abgeklebt werden. Aber die Winddichtung ist aus unserer Sicht auch nicht ganz so dramatisch. Sollte da mal was schieflaufen, passiert eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Und so kann man ein Vorfertigungssystem entwickeln, das wirklich ohne Nacharbeiten diesen Horizontalstoß löst und damit wird diese Baumaßnahme komplett ohne Gerüst eben ausführen können.
Im Innenbereich sehen Sie dann auch wieder die Betondecken, Sie sehen den Stahlunterzug und damit wir auch dort, der Bauherr wollte dort das Geld für den Parkettboden nicht ausgeben, damit wir wieder ein bisschen Holz reinbekommen, durften wir aber den Innenausbau dort planen, haben das mit so ganz raffen Seekieferplatten gemacht, auch extrem kostengünstig. Und wie wir finden, aber irgendwie auch ein gutes Material für den Innenausbau, was dem Thema dann so mit dieser Raffheit, die diese Betonstruktur natürlich hat, auch so ein bisschen den Gegenpol setzt und dann, wie wir finden, doch zu einem ganz ansehnlichen Innenausbau führt. Und auch dazu habe ich Ihnen ein paar Zahlen mitgebracht, weil ich finde das ja immer ganz spannend, was kommt da raus. Also wie gesagt, das sind alles öffentliche Ausschreibungen gewesen. Wir haben dort unterschiedliche Fassadenmaterialien genutzt. Einmal das Holz als Fassadenmaterial, hier eine Faserbetonplatte, weil auf diesen Nordseiten der Gebäude wollten wir kein Holz einsetzen, weil wir weil wir der Meinung sind, dass es zu lange feucht bleibt und dann eben nicht besonders gut vergraut und altert. Und im Bereich des Treppenhauses mussten wir ein nicht brennbares Material nehmen. Dort haben wir verzinkte Platten, verzinktes Blech genommen. Sie sehen die Preise, Faserbeton knapp 100, verzinktes Blech fast das Doppelte. Holz an der Stelle hat 46,80 Euro gekostet. Wobei ich muss sagen, es war eine öffentliche Ausschreibung. Wir haben sehr günstig eingekauft. Wenn Sie kalkulieren, wir machen gerade ein anderes Projekt, da sind wir bei 70 bis 80 Euro. Das halte ich für realistisch. Und ich habe Ihnen aber darunter die CO2-Fußabdruck darunter geschrieben. Also Faserbeton liegt bei 20 Kilo, hier sind wir bei 52 Kilo, hier sind wir bei minus 14, weil wir natürlich CO2 einspeichern. Und insofern ist das mal die glückliche Situation, wo tatsächlich das teuerste Material sogar das ökologisch schlechteste ist. Das ist oft leider auch andersrum. Das ist also bei weitem nicht immer so. Das ist hier vielleicht ein bisschen ein Zufall. Aber auch solche Entscheidungen kann man natürlich mal mit einbeziehen und sagen, wir gucken vielleicht nicht nur auf Preise, sondern wir gucken auch mal auf die CO2-Bilanz. Und warum soll das nicht genau so ein Entscheidungskriterium für Fassadenmaterialien sein, neben der Ästhetik und den Kosten eben auch dahin zu schauen? Falls sich jemand fragt, wie funktioniert das mit den Holzfassaden, weil wer jemand in die Landesbauordnung geschaut hat, übrigens nicht nur in Nordrhein-Westfalen, es gilt in allen 16 Bundesländern so, sind Holzfassaden bei Gebäuden ab Gebäudeklasse 4 erstmal nicht möglich, weil die Holzverkleidung oder die Außenwandbekleidung muss schwer entflammbar sein. Das ist Holz nicht. Es entstehen trotzdem eine Menge Gebäude, die das tun und die tun das aus meiner Sicht alle auf Basis derselben Grundlage, nämlich als Argumentationshilfe auf Basis einer Schweizer Richtlinie. In der Schweiz gilt das schon seit 2005 bis zur Hochhausgrenze, abgestimmt mit der Vereinigung der Feuerversicherungen, die damit gar kein Problem haben, Holz bis zur Hochhausgrenze als Außenbekleidung zu nutzen. Und die tun das nicht, weil die unbedingt ihr Holz loswerden wollen, sondern die haben die gleichen Schutzziele wie hier auch, nämlich eine Brandweiterleitung zu verhindern. Um das nachzuweisen, haben die einfach einen Großbrandversuch gemacht, haben also ein Zimmer angezündet und haben nicht gelöscht. Und das ist das Ergebnis. Nach 60 Minuten irgendwann ist der Brand ausgebrannt. Es ist keine Brandlast mehr im Zimmer. Und über die Fassade findet keine Brandweiterleitung statt. Die Fassade löscht sich, Anführungsstrichen, selbstständig. Das tut sie allerdings nur. Und der große Trick daran ist, dass man eine horizontale, etagenweise Abtrennung des Hinterlüftungs- oder Belüftungsraumes bauen muss, entweder aus Blech oder aus Holz, funktioniert das auch. Und mit dieser Maßnahme, ich spreche es hier nur ganz kurz an, empfehle aber allen, denen, die das interessiert, sich diese Schweizer Richtlinie zu besorgen, gibt es, glaube ich, immer noch nicht als PDF, da muss man hinschreiben, man kriegt die dazu geschickt, wenn man, ich glaube, 30 Franken bezahlt. Dann kriegt man ein schönes Heftchen und das ist tatsächlich hervorragend gemacht, weil es erklärt wirklich bis zur letzten Schraube und Schraubdurchmesser, wie man das tun muss und was die technische Regel ist. Und man kriegt das eben vor allem dann hin, wenn man eher form- und kraftschlüssige Holzverschalungen benutzt. Also mit sehr offenen Verschalungen wird es sehr schwierig. Alles, was hier blau markiert ist, funktioniert eigentlich nicht. Aber mit solchen eher geschlossenen Fassadenelementen und diesen horizontalen Trennungen bekommen Sie das nach dieser Schweizer Richtlinie hin. Und mehr und mehr und mehr Städte und Feuerwehren und Bauaufsichtsämter haben das verstanden und sind bereit, auf dieser wirklich sehr gut gemachten technischen Regel einer solchen Ausnahme zuzustimmen. Ein anderes Produkt, das wir entwickelt haben für die Firma Brünninghoff, übrigens ein großer und auch ein guter Holzbauer aus Heiden, das ist Kreis Borken und ich muss ehrlicherweise nachgucken, es ist noch knapp im Landschaftsverband Westfalen-Lippe verortet. Die haben uns gefragt, ob wir für sie ein
Bürosystem entwickeln können. Die bauen nämlich sehr viele Industriehallen. Das können die sehr gut und sehr effizient mit Holzbindern. Und sie konnten eben sehr schlecht Bürogebäude bauen. Die haben sie immer konventionell gebaut. Und das hat immer wahnsinnig lange gedauert und zwar kostentechnisch nicht gut in den Griff zu bekommen. Und sie wollten ein reines Holzgebäude von uns entwickelt haben. Das haben wir nicht gemacht, weil wir ihnen erklärt haben, dass im Bürobau aus unserer Sicht das Thema von Speichermasse eine große Bedeutung spielt. Aufgrund der großen inneren Wärmelasten ist für ein energieeffizientes Bürogebäude es sehr vorteilhaft, wenn wir Speichermassen haben, sodass das Gebäude diese inneren Wärmelasten tagsüber aufnehmen kann und nachts über entsprechende Nachtluftkonzepte dieses Haus wieder entwärmen kann. Und deshalb haben wir gesagt, es macht nicht Sinn, das komplett in Holzbau zu machen, sondern wir machen zumindest in den Decken eine Holzbetonverbunddecke. Wir brauchen für die Speicherfähigkeit keine 20 cm Beton, 8 bis 10 sind völlig ausreichend. Also haben wir ein HBV-Element, also Holzbetonverbunddeckenelement, gemeinsam mit denen entwickelt, das so 12 cm Beton hat. Und die Zugzone ist eben durch Holzbalken ersetzt. Die Außenwände sind tatsächlich tragende Außenwände. Das ist kein Skelettsystem, sondern ist als tragende Holzmassivwand entwickelt worden, auch mit fix und fertiger Fassade und Fenstern eingesetzt. Hier sehen Sie mal so ein Detail, das wir dort entwickelt haben, mit der entsprechenden Schnittstelle der Elemente, die eben so ein bisschen trickreich hier ist, mit so einem leicht auskragenden Holzrahmenelement. Haben dort also dieses Detail gemeinsam sehr lange abgestimmt, um das eben auch gut baufähig zu machen. Sicherlich eine große Chance, wenn man das gemeinsam zwischen Architekt und ausführenden Unternehmen tun kann. So sieht das in der Produktion aus. Als statisches System haben die immer eine Mittelzone mit eingespannten Betonstützen gebaut, weil die das aus dem Hallenbau kennen. Das können die wahnsinnig gut und sind darin wahnsinnig schnell. Also haben wir diese Logik von denen genutzt und damit dieses Haus zusammengesetzt. Sie sehen da oben diese komplett vorgefertigten mit Fassade, Fensterelementen, vorgefertigten Wände. Die erste Bautypologie ist ein Zweigeschosser quasi, wenn Sie so wollen, als kleines Probegebäude gebaut. Natürlich kann man das Haus nicht nur gerade, sondern winkelförmig, T-förmig bauen. Das Baukastensystem, das wir dort entwickelt haben, das eben zumindest in dieser Bauart mal mindestens bis zum dreigeschossigen Gebäude funktioniert. Darüber hinaus wird es dann ein bisschen aufwendiger vom Brandschutz, aber bis dorthin kann dieses Haus eben als Baukastensystem gut umgesetzt werden. Dann würde ich Ihnen gerne noch von einem Projekt berichten, das ist ein bisschen weiter weg. Das ist in Rosenheim. Wir haben das große Glück gehabt, dort einen Wettbewerb gewinnen zu dürfen, einer großen Gebietsentwicklung direkt gegenüber der Fachhochschule Rosenheim. Ich glaube, wer sich im Holzbau ein bisschen auskennt, der weiß, dass die Fachhochschule Rosenheim im Holzbau eine echte Nummer ist, weil dort seit langem auch Holzbauingenieure unterrichtet werden. Und insofern hat dort ein Privatinvestor gesagt, wenn ich da gegenüber ein Grundstück erwerbe und dort ein Haus baue, dann muss das natürlich in möglichst weiter Holzbauweise passieren. So sieht das im Modell aus. Sie sehen hier vorne einen Bereich für studentisches Wohnen. Auf der Ecke ist ein Boardinghaus als Boardinghaus-Hotel für kurzfristige Vermietung vorgesehen. Im rückwärtigen Bereich nochmal städtisches Wohnen, das wir auch entwickeln, dass die Stadt sich aber leider gegen den Holzbau entschieden hat, dass also eher in einer konventionellen Bauweise errichtet wird. Wir sind da gerade dran. Da sieht man mal so ein Bild von oben. Also ist doch eine ganz ordentliche Baustelle, die da gerade läuft. Trotz Corona-Zeiten wirklich unter Volldampf steht in der Holzbauvorfertigung. Und dieses Projekt haben wir schon im Wettbewerb auch als reinen Holzbau konzipiert, mit also tragenden Holzelementen als Schottensystem, wobei wir davon ausgegangen sind, dass wir die Schotten aber auch in Teilen entfernen können mit vorgefertigten Holzsanitärzellen. Und auch sehr früh aus den Erfahrungen, die wir so aus anderen Projekten gemacht haben, mit einer Holzbetonverbunddecke, die im Wettbewerb schon angedacht war, um eben auch mit guten Spannweiten arbeiten zu können, mit einem guten Schallschutzsystem arbeiten zu können und das dann aber als Holzverbunddeckensystem zu machen, das aus einem flächigen Brett Sperrholz mit Aufbeton funktioniert. Im Rahmen dieses Verfahrens ist es ein privater Investor, der das umsetzt und der hat die Idee zu sagen, wir machen dort ein Kooperationsverfahren. Wir werden sehr früh die entsprechenden Firmen mit einbinden. Wir haben noch einen Holzbauingenieur mit eingebunden, Pirmin Jung, die Statik dort mit übernommen haben. Wir haben ein Holzbauunternehmen mit eingebunden. Wir haben auch ein Rohbauunternehmen mit eingebunden und zusammen mit dem Bauherrn dann im Vorfeld sehr intensiv unterschiedliche Bauweisen diskutiert. Weil wir finden auch, wenn der Bauherr sagt, ich hätte gerne einen Holzbau, muss man ihm ja aufzeigen, was sind die Vor- und die Nachteile auch zu anderen
anderen Bauweisen. Also haben wir natürlich auch solche Massivbauweisen, Spannbetonhohllinien, also all das, mit dem wir Erfahrung gemacht haben, parallel mit untersucht. Und wir haben dann gemeinsam mit Pirmin Jung zusammen unterschiedliche Deckensysteme entwickelt, von der üblichen Filigrandecke bis hin zu Holzbalkendecke, Brettsperrholzdecken, Holzbetonverbunddecken, unterschiedlichste Ausformulierung, und haben natürlich immer das Gesamtsystem untersucht, also das Gesamtsystem mit Bodenaufbau, weil das Gesamtsystem ja eine bestimmte Leistung, nämlich sowohl die Tragfähigkeit als auch den Brandschutz und natürlich den Schallschutz leisten muss. Und wir damit unterschiedliche Zusatzelemente brauchen, die wir natürlich auch berücksichtigen wollen. Und wir sind dann aber etwas tiefer eingestiegen und haben sehr schnell festgestellt, dass wir auch schauen müssen, mit welchen statischen Systemen arbeiten wir denn. Machen wir das mit einachsig gespannten Systemen, hier mit einer systematischen Spannweite von 3,20 Meter, weil das das Achsmaß der einzelnen Apartments war. Das natürlich einen Vorteil hat, mit sehr kurzen Spannweiten funktionieren alle Holzbaudeckensysteme, auch eine Holzbalkendecke funktioniert ja sehr gut. Aber wir brauchen eben auch sehr viele tragende Wände. Und dann haben wir auch Varianten untersucht, zu sagen, wenn wir auf ein Zweiachssystem gehen, dann funktioniert plötzlich nicht mehr jedes Deckensystem, aber wir können tragende Wandsysteme sparen, weil nämlich der Blick nur auf das Deckensystem alleine zu kurz gesprungen ist. Wir müssen das gesamte statische System betrachten. Deswegen haben wir auch parallel dazu die unterschiedlichen Wandsysteme mit betrachtet. Welche Wände können wir denn einsetzen, die jeweils als Wohnungstrennwände funktionieren müssen, also extrem hohen Schallschutz haben müssen, den notwendigen Brandschutz haben müssen und gegebenenfalls auch noch tragen müssen, und konkurrieren natürlich immer mit einer, muss man sagen, sehr kostengünstigen Trockenbauwandlösung, die auf sehr wenig Platz einen sehr guten Schallschutz erzeugen kann. Da tun wir uns mit Holzsystemen schwerer und müssen oftmals noch mit zusätzlichen Vorsatzschalen arbeiten, um auf die gleiche Schallschutzqualität zu kommen. Und im Gesamtsystem haben wir es dann untersucht und dargestellt, was bedeutet das eigentlich im Gesamtsystem für Kosten? Und damit die Kostenunterschiede nicht mehr so groß sind, haben wir es natürlich ein bisschen mit einem Trick gemacht, aber ehrlicherweise haben wir den Trick auch dem Bauherrn natürlich erklärt und gesagt, am Ende geht es da auch nicht darum, ein Wand- oder ein Deckensystem pro Quadratmeter gegenüberzustellen, sondern am Ende geht es darum, was kostet die gesamte Maßnahme und wie viel zahlst du denn mehr, wenn du deinen Wunsch, den er hatte, das ein Holzbausystem zu machen, was musst du denn da mehr bezahlen? Und Sie sehen, ja, er muss in jedem Fall, in jeder Lösung mehr bezahlen. Aber es ist nicht wahnsinnig viel mehr, was er bezahlen muss. Wir haben also die Massivdeckensystem, ein System mit Massivdecke und tragenden Brettsperrholzwänden, ein reines Holzsystem aus Holzrahmen, also quasi Sparrendeckensystem und Brettsperrholzwänden. Wir haben Brettsperrholzdecken mit Brettsperrholzwänden und wir haben auch Holzbetonverbunddecken mit tragenden Brettsperrholzwänden, zweiachsig gespannt und einachsig gespannt. Wir haben das alles untersucht, zusammen mit den Unternehmern, also mit echten Marktpreisen, kostentechnisch bewertet und sind zu diesem Ergebnis gekommen. Entschieden hat der Bauer sich für diese Variante, weil es eine ist, die relativ kostengünstig ist und trotzdem einen hohen Einsatz von Holz beinhaltet mit Holzbetonverbunddecken, also Brettsperrholzdecken mit Aufbeton und tragenden Brettsperrholzwänden. Wir konnten die Mehrkosten sogar noch reduzieren auf diesen Wert, weil dadurch, dass das Gebäude insgesamt leichter geworden ist und wir dort vor Ort einen sehr schlechten Baugrund hatten, konnten die Baugrundverbesserungsmaßnahmen reduziert werden, weil wir die Lasten reduzieren konnten. Und wir haben jetzt im Nachgang, tatsächlich war das die Entscheidungsgrundlage, und wir haben im Nachgang, weil uns diese Frage persönlich sehr interessiert hat, hat eine Mitarbeiterin von mir, ich weiß gar nicht, ob Christina zuhört, vielen Dank nochmal, Christina, für die viele Arbeit, die du in den letzten Wochen da reingesteckt hast, uns mit der Ökobilanz von dieser Frage beschäftigt. Und an der Stelle vielleicht mal eine kurze Erklärung, was heißt eigentlich die Ökobilanz von Holz, wenn wir auf Treibhauspotenzial schauen? Dann unterscheiden wir unterschiedliche Phasen. Es gibt die Herstellungsphase von Holz, also das Holz wächst und dabei bindet es CO2, und zwar eine ganze Menge. Pro Kubikmeter ungefähr 675 Kilogramm CO2 werden gebunden. Wenn wir das Holz aber irgendwann entsorgen, und im Rahmen einer Ökobilanz muss ich natürlich auch die Entsorgung mitrechnen, wenn wir das Holz entsorgen, wird das CO2 wieder freigegeben, und zwar komplett und alles. Und zwar egal, was ich mache, ob ich das Holz verbrenne oder in den Wald schmeiße. Wenn ich es in den Wald schmeiße, dauert es ein bisschen länger, aber am Ende gibt Holz im Verrottungsprozess CO2 wieder ab. Der Wert ist sogar ein bisschen größer, weil tatsächlich ist sie etwas mehr gebunden. Ich habe aber auch Aufwendungen natürlich für das Schneiden, Trocknen, Verarbeiten etc., die ich dann auch wieder davon abziehen muss.
Und dann gibt es auch hier den Trick einer Gutschrift. Wenn ich Holz verbrenne, bekomme ich eine Gutschrift, weil ich fossilen Brennstoff damit substituiere. Und dafür bekomme ich eine Gutschrift. Und nur aufgrund dieser Gutschrift, die ich dafür bekomme, bin ich, wenn ich es alles mal zusammenrechne in der Gesamtbilanz, ist Holz dann immer noch ein Produkt, das einen sogenannten negativen Fußabdruck hat, also im Gesamtpaket auch über den gesamten Lebenszyklus CO2 bindet. Auch hier muss man diese Gutschrift, das Gutschriftverfahren nicht gut finden. Aber eins ist auch wahr, am Anfang zunächst mal binde ich eine Menge CO2 in Holz. Und klug wäre es, das Haus eben auch nicht nach 50 Jahren abzureißen und dann zu verbrennen oder irgendwas anderes damit zu machen, sondern klug wäre es, das Haus so lange wie möglich zu nutzen. Und solange ich das Haus nutze, habe ich dieses CO2 gebunden. Und wenn ich an der Stelle, wo ich den Baum gefällt habe, einen neuen pflanze, kann in 50 Jahren der neue Baum wieder gefällt werden und ein neues Haus daraus gebaut werden, in Holz. Das ist der Vorteil, den wir mit Holz haben. Wir haben das jetzt, und jetzt nicht erschrecken, jetzt gibt es ganz viele Zahlen, ich versuche es aber Ihnen ein bisschen zu erklären, aber es ist mir tatsächlich wichtig. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir diese Bauweise nicht nur kostentechnisch betrachten, sondern auch in der CO2-Bilanz betrachten? Wichtig ist diese Mittellinie, das ist die Nulllinie. In Blau sehen Sie immer den CO2-Fußabdruck für die Herstellungsphase, in Rot für die gesamte Phase, wenn wir den gesamten Lebenszyklus betrachten. Und Sie sehen, dass wir in Holzbauweisen das tatsächlich stark in den negativen Bereich bringen können. Wir haben hier diese Variante 5, die wir ausgewählt haben. Und wir haben mal hier ausgerechnet, was das bedeutet, auch für die gesamte Speicherfähigkeit des Hauses. Hier haben wir jetzt ein Zweiachssystem betrachtet. Wenn ich das also für das gesamte Haus betrachte, dann würde der Massivbau knapp 900 Tonnen CO2 emittieren. Der Holzbau, den wir jetzt gewählt haben, kann 340 Tonnen einspeichern. Ein anderer Holzbau könnte sogar 2000 Tonnen CO2 speichern. Also wir haben die große Chance, große Speicherfähigkeit in Gebäuden zu realisieren. Und wir haben uns den Spaß gemacht, weil das finden wir ja wichtig, was kostet ein Kilogramm eingespartes CO2? Sie stellen tatsächlich fest, in der reinen Holzbauweise ist es gar nicht so teuer. 41 Cent, wenn ich nur auf die Herstellung gucke, oder 70 Cent, wenn ich auf die Gesamtbilanz gucke. In unserer Variante war es ein bisschen mehr. Ja, man hätte sich rein CO2-technisch vielleicht für diese Variante entscheiden müssen, aber sie ist eben nochmal 3% teurer. Und bei gut 20 Millionen sind 3% doch eine ganze Menge an Investitionen, die der Bauherr eben an der Stelle auch nicht tätigen wollte. Weg von der Theorie, jetzt kommen wieder nur noch bunte Bilder und ich glaube, in 5 bis 10 Minuten haben wir es geschafft. Ich hoffe, ich hatte, glaube ich, 60 Minuten, die müsste ich so ungefähr hingekriegt haben. Also hier sehen Sie nochmal diese Vorfertigung dieser Elemente bei der Firma Huber & Sohn, wie die Elemente dort vorgefertigt werden. Sie sehen die Bauweise, die Bilder sind alle höchstens 2 Wochen alt, wie die Brett-Sperrholz-Deckenelemente dort gesetzt werden. Dann kommt der Aufbeton nachträglich da drauf. Sie sehen die Fassadenelemente, wir haben außenseitig vorvergraute Fichtenschalung genommen, auf der Innenseite eine nicht behandelte Lärchenschalung, weil hier wird noch ein Laubengang davor gesetzt und durch den Schutz des Laubengangs wird diese Fassade eben nicht vergrauen, weil sie nicht nass wird. Mit Holz vergraut braucht es immer beide Sachen, sowohl UV-Strahlung als auch Feuchte. Feuchte kommt dort nicht hin, also wird es dort diesen warmtonigen Eindruck behalten. Das Bild ist von letzter Woche. Wir waren leider schon seit 3 Monaten Corona-bedingt oder noch länger, 4 Monaten, glaube ich, nicht mehr da. Der Bauer versorgt uns netterweise mit solchen Bildern. Und wir glauben, dass das, wenn es dann mal fertig ist, ganz schön ist. Und ich hoffe, demnächst kann ich dann mal Bilder zeigen vom fertigen Zustand. Am liebsten auch belebt und hoffe, die Menschen, die da wohnen und einziehen, sind da auch zufrieden. So, und ganz zum Schluss, das Schönste zum Schluss, weil ich habe gedacht, das Projekt zeige ich am Ende, da wird der Herr Jahanscha mir nicht die Zeit klauen, weil das ist ja ein Projekt vom LWL, das muss er mir jetzt noch durchgehen lassen, dass ich diese Folie noch zeige. Ein Projekt für den Landschaftsverband, ein Museumsgebäude, Eingang und Museumsgebäude für das Freilichtmuseum in Detmold, auch Ergebnis eines großen Wettbewerbes, den wir gewinnen konnten. Ein Gebäude, das in so einem Landschaftsraum steht und wir wollten diesen Landschaftsraum eben nicht mit unserem Gebäude dominieren. Deswegen haben wir eher solche, diese Art flachen Trittsteine, das war so unsere Idee, da reingelegt und haben in erster Linie eigentlich diese große Freitreppe dadurch, weil da oben läuft man dann weiter in das riesige, wirklich sehr sehenswerte Gebiet dieses Freilichtmuseums als Eingangsgeste verstanden, das aber eben auch natürlich Service bieten muss, das auch einen großen Ausstellungsraum bieten sollte. Und bereits im Wettbewerb wollten wir dort auch stark mit Holz dieses Thema umsetzen. Sie sehen also so ein
Auch die Fassaden sind stark von so Holzträgersystematiken dominiert. Also wir haben das Tragsystem quasi auch außen abzeichnen wollen, wollten diese Struktur, die dahinter steckt, auch als architektonische Struktur nutzen, mit Holztafelelementen, auch mit Holzverkleidungen dort eben entsprechend arbeiten und dem Haus darüber auch einen entsprechenden Eindruck geben und Ausdruck geben, von dem wir geglaubt haben, dass der eben auch über diese Materialhaftigkeit zu diesem Thema des Freilichtmuseums, in dem ja viele alte Fachwerkgebäude ausgestellt sind, eben eine gute moderne Entsprechung findet. Das hat die Jury, wir finden, netterweise genauso gesehen und deswegen dürfen wir dieses Projekt jetzt umsetzen. Das Projekt ist, Sie sehen hier so ein bisschen die Grundriss, ganz grobe Grundrissverteilung. Es gibt einen Eingangsbereich, es gibt so Servicebereiche, es gibt den sogenannten White Cube, also wirklich einen echten Ausstellungsraum, der eben auch eine gewisse Neutralität braucht, um unterschiedliche Ausstellungen dort vorzunehmen. Es gibt ein Foyer, dazwischendurch läuft die Treppe nach oben, also das Haus schiebt sich quasi so unter die Treppe. Hier mal so einige Bilder, wie das sich irgendwie darstellen soll aus diesem Innenbereich, wo man also unter dem Haus, auch Innenhaus nach oben gehen kann. Also nicht nur die Freilichttreppe, die da hier so angedeutet ist, sondern auch im Inneren des Hauses kann man dort hochlaufen. Und das Haus soll eben auch im Inneren von Materialität bestimmt sein. Sie können hier erahnen die großen Holztragwerke, die so diesen Raum eine Struktur geben, die diesen Eingangsbereich, das ist quasi der Blick, wenn man in den Eingangsbereich in das Forum hineinkommt, gliedern. Wir wollen dort mit großen Stammflehenwänden, die als tragende Strukturen ausgebildet werden, arbeiten und das dort eben entsprechend miteinander kombinieren. Mal so ein erster Blick in diesen großen Ausstellungsraum, der von diesen Stammflehenwänden umgeben ist, die jetzt aber noch über ein Putzsystem ein bisschen weiter egalisiert werden mit einem Lehmputz, damit sie nicht ganz so dominant werden, aber doch insgesamt, glaube ich, einen ganz, ganz spannenden Raum geben, der eben auch eine gewisse Materialhaftigkeit hat und trotzdem eine ausreichende Neutralität auch für unterschiedliche Ausstellungen bieten kann. Und auch dazu gibt es ein Forschungsprojekt. Sie sehen, das Thema Forschung und Projekte begleitet uns immer sehr. Wir sehen das immer als große Chance, natürlich auch für den Bauherrn. Und der LWL war dort sehr aufgeschlossen, sich diesem Thema anzunehmen und zu sagen, können wir das nicht weiterentwickeln und können wir, wenn wir ein solches Haus bauen, nicht daraus auch Erkenntnisse ziehen, wie funktioniert denn eigentlich die Entwicklung eines nachhaltigen Museumskonzeptes? Welche Mittel, was können wir aus diesem Projekt lernen und auch auf andere Projekte übertragen? Und dafür haben wir ein Forschungsprojekt aufgesetzt, das wieder durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die in den Bereichen wirklich sehr aktiv ist und gerne an der Stelle unterstützt, dort ein solches Projekt aufzusetzen, in dem wir drei Fragestellungen maßgeblich untersuchen, nämlich uns sehr stark mit Materialien auseinandersetzen. Zum einen mit dieser Stampflehmwand, die in dieser Größenordnung als tragendes System man mindestens keine Zulassung hat, also es wird nur über Zulassung im Einzelfall funktionieren. Wir schauen gerade, wie wir das bautechnisch sinnigerweise umsetzen können. Natürlich brauchen wir auch Beton, insbesondere für den Gründungsmaßnahmen, aber auch dort, den wollen wir optimieren mit ganz einfachen Mitteln von Verdrängungskörpern, die man schon aus der römischen Zeit kennt, aber auch bis hin zu Rezepturen, die wir gerade entwickeln, respektive wo wir auch auf entwickelte Rezepturen zugreifen, die wir weiter optimieren wollen, um den CO2-Fußabdruck möglichst auf 50% zu reduzieren. Und das Thema, was vielleicht heute interessant ist, mit einer Holzbauweise, die versucht, auch an alte Bauweisen, an alte Verbindungsmittel wieder anzuknüpfen, die wir natürlich aber nicht mehr so bauen wollen wie früher, sondern natürlich sagen, wir können heute mit einer entsprechend anderen Verarbeitungstechnik vielleicht auch Dinge entwickeln, die damals nicht möglich waren, aber wir können auch aus den Aspekten, die schon vor vielen Jahren gebaut worden sind, heute noch etwas lernen. Hier sieht man nochmal die Tragstruktur dieses großen Ausstellungsgebäudes. Sie sehen diese Lehmwände, Sie sehen diese großen Holztragwerke, die 12, 13 Meter spannend darüber herlaufen. Wir machen gerade die statischen Untersuchungen dazu. Und das Ziel an der Stelle ist eben nicht das zu tun, was man weiß, wie es funktioniert, das mit quasi entsprechenden verklebten Hölzern zu tun, sondern die Idee ist, das leimfrei und stahlfrei zu tun, also reines Holzbausystem anzuwenden und damit auf solche Techniken zurückzukommen, die man schon sehr lange kennt, solche verzahnten Balken, also die über diese Verzahnung eine Schubverbindung zwischen den einzelnen Trägerlagen hinzubekommen, ohne dass wir sie miteinander verleimen müssen. Und damit natürlich erstens den Leim, der ja auch immer mittlerweile einfach ein PU-Kleber ist, den ersetzen zu können.
eine bessere Rückbaubarkeit zu haben, Recyclingfähigkeit zu haben. Wir machen das zusammen mit der VRT, Versuchsanstalt für Holz und Trockenbau, mit meinem Kollegen Carsten Tichelmann von der TU Darmstadt zusammen. Wir schauen uns natürlich an, was gibt es da für traditionelle Verbindungen, wie können wir die auch heute mit ganz anderen, natürlich ganz anderen Möglichkeiten von CNC-Frästechniken miteinander verbinden und diskutieren gerade zwei Varianten dazu von Tragsystemen. Das eine ist mit solchen Schwalbenschwanzverbindern dann aus einem Hartholz, mit denen wir dann eben diese einzelnen Lamellen miteinander verbinden und damit zu einem schubfesten Verband bekommen. Damit die Lamellen sich nicht ablösen, werden wir dort noch eine Holzschraube nutzen, damit die Lamellen eben nicht auseinandergehen. Das ist eine Idee. Eine zweite Idee ist, mit solchen einfachen Verzahnungen zu arbeiten, die dann auch natürlich einen Schubverbund herstellen. Und damit dort die Bretter nicht auseinandergehen, gibt es hier quasi eine großformatige Schwalbenschwanzverbindung, die mit solchen eingesetzten Brettern, die mit Holzdübeln befestigt werden, eben auch das Auseinanderziehen der Bretter verbindet. Das sind so die ersten Konzeptideen, mit denen wir dort auch im Rahmen des Forschungsprojektes gestartet sind. Im Moment sind wir eher auf so einer Idee zu sagen, wir können das mit solchen eingeschobenen Lamellen machen. Wir können aber auch solche Schwalbenschwanzverbindungen über eben die natürlich zur Verfügung stehenden CNC-gesteuerten Fräsmaschinen auch direkt in das Holz mit einbringen. Wir entwickeln gerade solche Prüfkörper, die dann entsprechend in der Prüfanstalt abgedruckt werden, um eben die Belastungsfähigkeit dieser Schubverbindung zu prüfen. Also da steckt dieses statische System dahinter. Wir müssen eben die Schubkräfte dort eben überprüfen. Es geht aber sehr stark auch um möglichst guten formschlüssigen Verbund. Deswegen bauen wir natürlich verschiedene Muster. Im Moment scheint sich es darauf hinzudeuten, dass wir auch diese Schwalbenschwanzverbindung konisch ausführen, weil wir dort einen besseren formschlüssigen Verbund hinbekommen, um ein gewisses Spiel, einen Schlupf zu verhindern, der dann eben wieder die Tragfähigkeit auch minimieren würde. Also das sind so ganz aktuelle Dinge, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Die Prüfkörper werden gebaut. Wir werden erste Prüfergebnisse in den nächsten Wochen bekommen. Das Forschungsprojekt ist vor 2 Monaten gestartet. Wir stecken da mittendrin. Und wir sind tatsächlich sehr gespannt, was da rauskommt und wie das so immer ist bei Forschung. Man kann damit auch scheitern. Es kann auch rauskommen, dass das alles viel zu aufwendig ist. Aber dann haben wir was davon gelernt. Und insofern sind wir froh, dass wir uns gemeinsam da auf diesen Weg machen dürfen. Ja, hier nochmal als letztes Bild aus dem Projekt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn uns das am Ende gelingt, aber umzusetzen, weil auch das ist ein bisschen die Idee dieses Gebäudes, dass das Gebäude eben auch ein bisschen eine Geschichte erzählt, wie man vielleicht die alten Verbindungen heutzutage nutzen kann und dann vielleicht noch mehr Leute, so wie die zwei da stehen und sich diese tollen Holzverbindungen da anschauen und sich fragen, wie haben die das hingekriegt und wie hält das überhaupt? Das würden wir uns, hätten wir großen Spaß dran, wenn uns das gelingt. Vielen Dank für Ihre Geduld und für Ihr Zuhören. Sie konnten sich ja nicht wehren, aber Sie hätten ja den Ton aufstellen können und schnell nochmal zur Toilette gehen können. Hier fällt das nicht auf. Im Saal wäre das aufgefallen, aber hier war das sicherlich möglich. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Schlüter. Ich fand diesen Vortrag ganz toll, auch deshalb, weil ich Vorträge liebe, die eine hohe Informationsdichte haben. Und das war zweifellos der Fall. Sie haben unsere kleinen Gehirnzellen heute Abend noch mal so richtig zum Brutzeln gebracht. Vielen Dank dafür. Ich fand es auch spannend, dass Sie das LWL-Museum zum Schluss vorgestellt haben. Also zum einen, weil ich mich sehr darauf freue, zu sehen, was wirklich draus wird. Und zum anderen, weil es ja für mich auch spannend war, zu sehen, wie Sie Bezug nehmen mit den Konstruktionen auf das, was auch in diesem Freilichtmuseum zu sehen ist und sozusagen nach dem, was Sie uns vorher gezeigt haben, dann doch wieder an vertraute alte Techniken anknüpfen und da neue Wege mit den heutigen technischen Möglichkeiten suchen. Das ist sicherlich auch thematisch wunderbar und sollte unbedingt in diesem Museum erklärt werden. Ja, und ansonsten war es natürlich für alle wirklich eine Fortbildungsveranstaltung, glaube ich, heute Abend. Ich hoffe, dass viele auch sozusagen an die Informationstiefe anknüpfen konnten, die Sie vermittelt haben. Ja, es war ein Einblick in Praxis und Forschung gleichermaßen. Und es zeigt mir, wer im Holzbau wirklich neue Wege beschreiten will, der muss sich sehr neugierig all diesen Fragestellungen offen zeigen. Ich fand es auch gut, dass Sie ja in keiner Weise
sozusagen ideologisch mit dem Holzbau verbunden sind, sondern wirklich jedes Mal pragmatisch geprüft haben, was ist denn hier eigentlich sinnvoll, sowohl aus ökologischen Gründen sinnvoll, aus Kostengründen, aus Fertigungsvorteilen oder dann eben aus den klassischen Themen Schallschutz und Brandschutz. Also man muss die Dinge genau angucken. Der Holzbau ist nicht immer die richtige Lösung. Ich finde, das nehme ich gerne mit aus diesem Vortrag. Ich nehme auch mit, dass wohl die Zukunft wirklich in hybriden Bauformen liegt. Einen reinen Holzbau haben wir jetzt gar nicht gesehen bei Ihnen. Es war eigentlich in der Regel die tragende Innenstruktur in Stahlbeton, also häufig und dann eigentlich immer die vorgefertigte Außenfassade, die Außenhülle. Ja, ich nehme auch noch mit, kein Holz auf der reinen Nordseite, wenn es bewittert wird. Ja, jetzt, Sie haben auch die Möglichkeit, in den Chat zu gucken. Jetzt kommen nämlich tatsächlich erst die ganzen Chat-Fragen. Da bin ich jetzt gerade, wo ich spreche, ein bisschen damit überfordert, das aufzunehmen. Vielleicht gucken wir da gleich mal gemeinsam rein. Ich würde aber gerne eine Frage vorweg schicken. Die meisten Projekte, die Sie gebaut haben, waren ja begleitet von Fördervorhaben und wirkten für uns jetzt erstmal sehr komplex und sehr aufwendig in der Alternativ- und Variantenbetrachtung, die Sie vorgenommen haben. Die Schilderung sozusagen des Planungsprozesses, wo Sie uns haben sozusagen miterleben lassen, was im Vorfeld alles passieren muss, hat mir nahegelegt, das ist ganz schön kompliziert und offensichtlich ist der Planungsaufwand enorm, wenn man diese Konstruktionen anstrebt. Erst recht, wenn man sich neu in die Materie einarbeitet. Was können Sie denn den Architekten sagen, die noch nicht vertraut sind mit dem Holzbau? Wie können Sie da Mut machen und sagen, das ist schon komplex, ihr müsst euch in neue Konstruktionen und Betrachtungen hineinfinden, aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Das wäre für mich eine wichtige Frage, um jetzt die Hürde ein bisschen niederschwelliger zu setzen, auch wirklich einzutreten in die Praxis des Holzbaus. Also aus meiner Sicht, es gibt, ich sag's mal so, ich finde, es gibt so zwei Möglichkeiten. Die eine ist diese Hybridbauweise, also ein klassisches Stahlbetonbauwerk zu machen, gerne dann mit, nicht mit tragenden Wänden, sondern eher mit tragenden Stützen, das können wir irgendwie alle. Und dann die Holztafelelemente als nicht tragende Elemente davor zu setzen, das ist ein großer Schritt. Und das ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Dazu gibt es viele gute Veröffentlichungen, wie dieser Holzbau geht, wie diese Holztafel davor geht. Es gibt wahnsinnig viele Firmen, die das mittlerweile können. Also damit kommt man gut zu Rande. Das ist auch in den Bauordnungen sehr gut abgebildet. Also das funktioniert einfach. Und damit hat man schon einen großen Effekt im CO2. Und man hat eigentlich eine Bauweise, von der ich glaube, dass man sie mindestens kostenneutral zur Massivbauweise machen kann. Wir müssen ja sehen, dass über die erhöhten Wärmeschutzanforderungen wir große Probleme auch immer als Massivbauweise mit Unterkonstruktion von Fassaden bekommen. Wenn wir nicht gerade ein Wärmedämmverbundsystem bauen, sondern hinterlüftete Fassaden machen, dann funktionieren die Aluminiumunterkonstruktionen nicht mehr, weil die Wärmebrücken zu groß sind. Wir müssen auf Edelstahlunterkonstruktionen gehen. Es wird alles wahnsinnig teuer und dann ist das eine kostengünstige Bauweise. Und ich finde, das ist ein guter erster Schritt, sich dem zu nähern. Wenn man die gesamte Holzbaustruktur, so wie wir es in Rosenheim zum Beispiel tun, da ist das ein tragendes Holzbausystem. Das ist zwar mit ein bisschen Aufbeton, aber alle Wände sind Brettsperrholzwände, tragend, aussteifend. Und da ist man sicherlich gut beraten, sich einen Holzbauingenieur dazu zu suchen. Also ein Tragwerksplaner entweder, der das gut kann, oder es gibt auch, das gibt es ja in Deutschland leider nicht, in der Schweiz ist das gang und gäbe, es gibt reine Holzbauingenieure, die einen in diesem Bereich unterstützen. Und das macht Sinn, sicherlich beim ersten Haus das in Anspruch zu nehmen. Wir machen das in Rosenheim auch zusammen mit Pirmin Jung und das ist eine tolle Zusammenarbeit. Wir könnten es vielleicht, wir können schon eine Menge Sachen alleine, aber es ist eben total befruchtend mit jemandem, der auch eine hohe Planungserfahrung an der Stelle hat, das gemeinsam zu tun, weil darüber schafft man sicherlich nochmal die letzten 1-2% auch an wirtschaftlicher Optimierung. Ja, das ist vielleicht am Anfang so, dass man dort ein bisschen was liegen lässt. Aber ich glaube, über diese Beschäftigung mit der Hybridbauweise ist das für alle gut lösbar. Und was bei mir auf jeden Fall auch hängen geblieben ist, das Zauberwort ist in jedem Falle Vorfertigung. Ja. Dadurch können die Vorteile des Holzbaus auch wirklich genutzt werden. Die Qualitätssicherung, die Planungssicherheit, Sie haben gesagt, die kurzen Zeiten auf der Baustelle. Also sozusagen mit einem Zimmermann vor Ort jetzt anzufangen,
sagen wir mal, in der Weise Holzbauten zu bauen, wie wir das in den 80er Jahren gemacht haben, das würde heute vermutlich gar keinen Sinn mehr machen. Nein, das funktioniert überhaupt nicht. Und ich finde, Vorfertigung ist eine große Chance. Aber also ein bisschen bin ich immer vorsichtig, weil in den letzten Jahren wollte uns vor allem auch die Bundesregierung immer klar machen, Vorfertigung ist total super, weil damit können wir wahnsinnig Baukosten sparen. Das ist alles Unsinn. Das hat man denen schon vor Jahren gesagt. Mittlerweile haben sie es kapiert, wir sparen dadurch keine Kosten. Das funktioniert nicht. Baukosten können wir, ehrlicherweise, wir können keine Baukosten sparen. Wir können Baugrund günstiger machen, dann geht auch das Wohnen günstiger, aber wir können die Bauweise nicht günstiger machen. Das ist offensichtlich mittlerweile so langsam durchgedrungen. Aber Vorfertigung hat eine große Chance, nämlich diese Chance der Vorfertigung in Bauzeitverkürzung vor Ort und vor allem, und das finde ich einen ganz wesentlichen Aspekt, in Qualitätssicherung. Wenn wir uns anschauen, was heute und das energieeffiziente Bauen ist leider viel weniger fehlertolerant. Das ist der große Nachteil am energieeffizienten Bauen. Es hat kaum noch Fehlertoleranzen. Wir können nichts mehr mit Energie wieder glatt bügeln, weil wir haben die gar nicht zur Verfügung. Das ist auch richtig so. Dann darf ich keine Fehler mehr machen und die Bauausführungsqualität, machen wir uns mal nichts vor, wie ich finde, auch durch ein völlig absurdes Vergabesystem, das wir seit 10 Jahren auch gerade in öffentlichen Vergaben durchführen, hat dazu geführt, dass wir überhaupt keine Handwerksqualität mehr haben. Das ist doch eine völlige Katastrophe, was da draußen passiert. Und da ist doch die komplizierten Bauweisen, die uns Bauindustrie anbietet, mit hier verklebt und da verklebt. Und lesen Sie mal irgendeins dieser Datenblätter, welche thermischen Randbedingungen sie bieten müssen, dass ich das überhaupt verkleben kann, da kann ich noch 2 Wochen im Jahr bauen. Das funktioniert alles nicht, das ist reine Theorie. Und dann würde ich sagen, da aus der Nummer muss man raus und dann ist Vorfertigung die Lösung. Dafür tun wir das, nicht um Geld zu sparen, sondern um Qualitäten zu sichern, ganz einfach. Ja, genau. Also neben dem vielen Lob, was so der Haupttenor der Chat-Eintragung ist, gab es am Anfang von Britta Pfeiffer die Frage danach, wo bekommen Sie eigentlich Ihr Holz her? Ist das aus nachhaltiger Holzwirtschaft? Und dann natürlich jetzt auch gleichzeitig die Frage, was machen Sie eigentlich gerade für Erfahrungen mit den steigenden Holzpreisen und der Verfügbarkeit von Holz? Also das Holz zum Beispiel, wir achten eigentlich immer darauf, dass wir Holz immer aus nachgewiesener Forstwirtschaft bekommen, FSC oder PFC. In Rosenheim ist das auch so. Das Rosenheim-Projekt, das ist das Schöne daran, wird DGNB begleitet. Wir werden dort doch relativ sicher DGNB Platin bekommen. Ja, wir sind da sehr gut auf dem Weg. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Dazu dienen natürlich auch diese Holzzertifizierungen. Deswegen kontrollieren wir dort den Nachweis sehr genau. Es kommt aus Deutschland, aus Österreich, das Holz. Und nochmal zu dieser Frage, auch das haben wir schon mal nachgewiesen. Ja, wir haben auch in Deutschland genug Holz, um alle Wohnbauten, die wir angeblich neu brauchen, aus Holz bauen zu können. Es wächst genug nach, unter einer Bedingung. Wir müssen aufhören, mit dem Unsinn Holz zu verbrennen. Das ist ein ziemlicher Unsinn, weil wir das Holz dann sofort, das gebundene CO2, heute freisetzen und wieder 50 Jahre brauchen, um es einzusammeln. Ja, und das macht keinen Sinn. Und wenn wir damit aufhören, wächst genug Holz nach. Und die aktuelle Diskussion, ja, die ist ein bisschen schwierig, aber das ist in unserer Medienlandschaft auch so eine manchmal so ein sich hochschaukelndes System. Ja, ich weiß, im Moment haben wir ein Problem, weil viel in den USA und nach China verkauft wird. Der Holzpreis ist massiv gestiegen, teilweise 30%. Es gibt große Probleme, aber ich glaube, vielleicht sollten wir uns mal angewöhnen, auch irgendwie ein bisschen Ruhe bewahren zu lassen. Dann warten wir mal ein halbes Jahr, ob es dann immer noch so ist, weil im Moment drehen alle am Rad und hören, es wird doch alles teurer, also ich muss meine Leistung auch zu 50% mehr verkaufen. Das ist so ein Hype, der da im Moment wieder stattfindet. Ich würde sagen, ein bisschen Ruhe bewahren. Im nächsten Jahr ist die Welt schon wieder in Ordnung und die beruhigen sich auch alle wieder und dann kriegen wir das schon auf die Reihe. Okay, ich habe gerade gesehen, Gabriele Ort-Johann macht Gebrauch davon, die Hand zu erheben. Ich würde die Technik bitten, Frau Ort-Johann vielleicht jetzt zuzuschalten und in den Chatroom einzulassen. Und dann würde ich Sie, Frau Ort-Johann, bitten, auch Ihr Video und Ton freizugeben, dass wir Sie sehen und hören können. Ja, es ist schon auf dem Weg. Ihren Namen kann ich schon lesen. Sehen können wir Sie noch nicht. Wäre schön, dann sieht man, dass da auch echte Menschen draußen sind, nicht nur Namen. Können Sie Ihr Video freigeben, Frau Ott-Johann, und Ihren Ton, wenn Sie eine Frage haben? Ton alleine würde ja auch schon reichen, da sind wir schon glücklich. Ja, okay. Das scheint aus irgendwelchen Gründen gerade nicht zu funktionieren. Okay, vielleicht klappt es gleich.
Mir ist noch eine Frage gekommen, und zwar die Frage zu den fehlenden Speichermassen. Das ist ja immer Thema im Holzbau und das hat Sie ja auch dazu bewogen, auf hybride Systeme zu gehen oder Holz-Beton-Verbunddecken zu machen. Geht das wirklich nur so oder können wir mit PCMs arbeiten und das ausgleichen? Ist es sinnvoll, das zu tun oder ist das wieder ökologischer Blödsinn, das zu machen? Das würde mich interessieren. Ja, also erstmal muss man sagen, das ist eine Fragestellung, insbesondere für Bürogebäude. Für Wohngebäude spielt Speichermasse aus meiner Sicht ehrlicherweise keine nennenswerte Rolle. Auch dazu gibt es seit langem Untersuchungen auch vom Passivhausinstitut, die haben schon vor 20 Jahren untersucht. Speichermasse im Wohngebäude ist nicht so interessant. Im Bürogebäude ist Speichermasse sehr interessant, weil wir über die Speichermasse, und das haben wir bei diesem Remscheid-Projekt, das ist damals auch mit Bundesmitteln nochmal in einem Forschungsprojekt gelaufen, wir konnten nachweisen, dass wir ohne aktive Kühlung, also mit rein passiven Maßnahmen, mit Speichermasse und Nachtlüftung in die höchste Komfortklasse nach der DIN gekommen sind in der Aufenthaltsqualität. Und dazu dient eben die nächtliche Entlüftung. Dafür brauchen wir Speichermasse. Tatsächlich haben wir auch seinerzeit in Remscheid, weil wir ein aufgestocktes Gebäude hatten, im Stahlbau PCMs schon eingesetzt, also Phasenwechselmaterialien, die das können. Die sind aber extrem teuer, sind in ihrer CO2-Bilanz nicht gut untersucht. Deswegen kann ich dazu nicht konkret was sagen, sind aber sehr teuer. Und dann ist es eben dann oftmals doch besser zu sagen, versucht doch mal über andere Maßnahmen das in den Griff zu bekommen. Und da ist Beton erstmal nicht so falsch. Und natürlich kann ich aber auch ein Bürogebäude als reinen Holzbau hinkriegen und dann muss ich eben vielleicht das mit etwas anderen Maßnahmen machen. Die Effizienz der Nachtauslüftung ist nicht so groß. Vielleicht habe ich aber auch andere Maßnahmen, weil diese Nachtauslüftung funktioniert bei Ein- und Zwei-Personen-Büros. In einem Großraumbüro muss man auch ehrlicherweise zugestehen, mit einer höheren Belegungsdichte wird das nicht ausreichen. Und dann brauche ich andere Kühlkonzepte. Und wenn ich sowieso eins habe, was mit irgendwelchen regenerativen Energien arbeitet, dann brauche ich auch irgendwann keine Speichermasse mehr, dann kann ich das nutzen. Also es ist leider so, dass man, wie ich finde, eben nicht immer sagen kann, das ist immer wahr und das ist immer richtig, sondern man muss eben auf den Ort, auf die Nutzung gucken, man muss da sehr gut hingucken, ein kluges Energiekonzept machen. Das Gesamtpaket muss funktionieren. Und es ist, wir können eben leid, das tut mir auch leid, aber bauen ist komplex und auf komplexe Fragen gibt es meistens keine einfachen Antworten. Zumindest führen die selten zum Erfolg. Vielen Dank. Von mir aus jetzt gerne die letzte Frage für heute. Ich weiß nicht, ob man in die Glaskugel schon gucken kann oder ob Sie so Visionen haben, wo Sie sagen würden, wo steht denn der Holzbau vielleicht in 10, 20 Jahren? Was kommt denn da noch? Also ich finde, es hat so viele differenzierte Innovationen im Holzbau gegeben in den letzten 20 Jahren. Wo ist denn da überhaupt noch Spielraum? Was glauben Sie, was kommt da noch auf uns zu? Naja, Spielraum gibt es natürlich immer. Das zeigen dann diese, ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, höher, schneller, weiter Projekte. Wir können dann Hochhaus auch bis von mir aus bis 500 Meter mit Holz bauen. Über die Sinnhaftigkeit kann man fragen. Ich glaube, die Dinge, die wir zeigen, zeige ich seit 20 Jahren. Und irgendwie kommen wir aber nicht in die Breite des Marktes. Und wir müssen in die Breite des Marktes. Meine These ist, ich weiß, da bin ich offensichtlich ein bisschen alleine. Ich glaube, dass wir den Gesetzgeber brauchen, der das in die Breite des Marktes trägt. Auch die hohen Energieeffizienzen, die wir heute haben, hat der Gesetzgeber über die Verschärfung der NFT, die ich sehr begrüße, hinbekommen. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, das sagen wir auch seit 20 Jahren, dass wir hinsichtlich der Energieeffizienz, die ja eigentlich auf die Klimafrage abzielt, eben nicht nur noch die Nutzungsphase betrachten, sondern natürlich die Herstellungsphase endlich mit hineinnehmen, dass wir noch ein GEG machen können, dass wir irgendwelche Sachen zusammenfügen und nichts ändert und nicht endlich mal auf die Herstellungsphase schaut, ist doch völlig absurd. Dann plötzlich wird es auch interessant und dann wird man sagen, ja, vielleicht ist Holz ein bisschen teurer, weil ich würde nicht sagen, mach Holzbau billiger, damit den endlich alle nutzen. Das ist totaler Unsinn. Dafür ist das eine viel zu wertvolle Ressource. Sondern sorgt dafür, dass wir die Herstellungsphase mit in den CO2-Fußabdruck reinkriegen und dann wird sich jeder gut überlegen, ob es nicht schlau ist, ein Gebäude in Holz zu bauen, weil ich eben dann natürlich zu ganz anderen CO2-Fußabdrücken komme und auf der anderen Seite, wenn ich das nicht einhalte, vielleicht irgendwelche Strafzahlungen machen muss oder wahnsinnig aufwendige technische Konzepte machen muss. Das ist die Lösung. Wir brauchen eine Ressourceneinsparverordnung, nicht eine Energieeinsparverordnung. Dann kommen wir an der Stelle auch weiter. Und ja, ich würde mal hoffen, in den nächsten 5 bis 10 Jahren sollte das, egal wer da auch oben sitzt, sollte man das mal langsam auf die Kette bringen, weil Wissen tun das alle seit 20 Jahren. Es sieht ja im Moment so aus, als würden wir uns durchaus vielleicht in diese Richtung hinbewegen oder hinbewegen müssen auch. Ich sehe es mal optimistisch. Aber der Druck wächst zumindest, das ist gut.
Ganz herzlichen Dank für diesen wirklich inhaltsreichen und anregenden Vortrag. Dankeschön. Sehr gerne. Professor Schlüter. Tschüss da draußen in die Welt. Von mir aus noch, bevor ich Sie verabschiede, ganz kurz der Hinweis auf die noch kommenden Veranstaltungen. In 4 Wochen wird Andreas Heupel an dieser Stelle sein H7, auch ein Holzhybrid-Bürohaus in Münster vorstellen und vermutlich noch ein paar Dinge drumherum. Und wir werden am gleichen Abend auch ein Co-Referat von Dietmar Rix hören, der seit vielen, vielen Jahren Holzkonstruktionen im Gewerbe- und Industriebau errichtet, auch reine Holzkonstruktionen. Ich glaube, da ist das Hybrid-Thema nicht so stark vertreten. Insofern bin ich sehr darauf gespannt, auf diesen Vortrag. Und dann wieder 4 Wochen später, nämlich am 28. Juni, werden wir Dagmar Grote bei uns haben, die ein großes Gesamtschulprojekt in Münster vorstellen wird, das überwiegend in Holz errichtet wird. Und wir werden die ästhetisch wunderbar schönen neuen Ateliers an der Kunstakademie in Münster von Andreas Schüring vorgestellt bekommen. Also dazu sind Sie herzlich eingeladen und ich würde mich freuen, wenn wir uns da dann wiedersehen. Ansonsten bleibt mir jetzt mich bei Ihnen zu bedanken für das rege Interesse, für das viele positive Feedback, was wir schon im Chat gelesen haben. Und mir bleibt noch Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.